Jesus is risen. Our Lord Jesus is risen from the dead. Oh, our Lord Jesus, He is risen from the dead. Sing hallelujah to the Lord this morning. Let us sing hallelujah to the Lord. Oh, we sing hallelujah. Just worship Him and welcome Him in our midst and praise the Lord Jesus this morning. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Glory, hallelujah. Holy, holy. Sing hallelujah to the Give Him praise this morning. Yes, Lord. Amen, amen, amen. Well, that's what we came here this morning, to praise the Lord. Amen. In the morning, in the new time, in the evening, let me praise my God. Amen. Is that the way you feel this morning? Amen. Well, God bless you. Why don't you turn around, greet your brother and sister? Vielleicht könnt ihr euch umdrehen und euch grüßen einander. Gottes Segen, herzlich willkommen. Welcome to the house of the Lord. Amen. Down at the cross where my Savior died. Down at the cross where my Savior died.
today and be made complete. Oh, glory. We're singing the Lord to His name. Glory to His name. We're singing glory to His name. And dear to my heart was the blood of life. We're singing glory to His name. Name Jesus. There is something about that name Jesus. Can you give us a key for that? Just to speak the name of Jesus. There is power in that name Jesus. There is healing in that name Jesus. There's forgiveness at the cross. Why don't we just worship Him? Just thank Him. We love you, Jesus. It's all because of you. Jesus, it's Jesus, oh Jesus, there's just something about that name. There is no other name than Jesus, Father. And we thank you that you promised that where two or three are gathered in that name of Jesus, that you are in our midst, Father. May you receive all the glory, all the honor, Father, all the praise, all the worship, Lord, Father. May we find ourselves, Father, like John saw that bride, Lord, worshiping you, Lord, Father. Thanking you for your blood, Lord. Thanking you for forgiveness. Thanking you for your presence, Father. Father, as we enter into this convention, Lord, to be your witness, Father, we just want to thank you, Lord, Father, for this great opportunity that we could come together, Father. In this moment, we just want to lay aside everything, Father, that would not be pleasing to Father. We want to come through the blood, Lord, into your presence, Father. We just want to ask you, Father, for these meetings. May you be here, Father, in a special way. May lives be changed. May individuals
that need deliverance, Father, may you deliver them, Father. May you bring healing, Father. May you fill individuals with the Holy Ghost and refill, baptize and seal us into the kingdom. Father, may you hide us behind the cross, and may your presence be so strong here that, Father, when we are in heaven, we would look down and we would think about these times that we could be we'd be here together, and we would just thank you that it had eternal impact and value. Bless this service, Father. We want to commit it into your hands, Father, and we don't want to forget to give you all the praise, all the glory and the honor in Jesus Christ's name. Amen and amen. Amen. God bless you. If you have your Bibles this morning, I would like to invite you just to read Psalms 133. Amen. Welcome in the house of the Lord. And thank you for coming. It's so good to be together. Amen. Psalms 133 says, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the beard of even Aaron's beard, that went down the skirts of his garment, as the dew of Hermon and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore." That's the blessing we want this morning. And that's the blessing he promised. And that's the blessing we will get. Amen. So we're thankful to be here. Let's sing the song, "Blessed Be the Name of the Lord." Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name of the Lord. 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 Most High. Oh, the name of the Lord is a strong tower. Righteous reigns in thee. That's the right approach this morning for us. Amen. When we go through the blood, that's the only place of worship, Brother Branham said, is under the shed blood. That's where we were united. That's where we want to just worship Jesus and have him in the center of this convention. Amen. When we come through this blood in his presence, all things are possible. Do you believe that this morning? Whatever your need is, you just want to lift up your hands and just commit it into his hands. Let's enter in through the blood. Through
Zusammengebracht von allen Himmelsrichtungen, Herr Jesus. Auf dieser Welt, Herr Jesus, haben wir verschiedenen Hintergrund, Herr. Die Situationen sind verschieden, Herr Jesus, aber wir sind gekommen, Herr, wegen dir, Herr Jesus. Wir möchten dir die Ehre geben, Herr Jesus. Herr Jesus, unser Wunsch ist es, dass wir dich erleben an diesem Wochenende, Herr. Wir möchten dir all die Ehre geben, Herr Jesus. Und noch mehr, Herr Jesus, wir möchten uns ganz dir übergeben, Herr Jesus. Wir möchten dich auch bitten, Herr, dass du diesen Supersinn, Herr, noch mehr und größer machst in uns, Heiland. Lass uns zusammenwachsen, Herr Jesus, als eine Braut, Herr Jesus. Die Entrückung, die steht vor uns, Herr Jesus. Mach uns bereit, Heiland. So möchten wir auch dieses Opfer, Herr, das wir jetzt nehmen in deinem Namen, Herr. Möchten wir dir heiligen, Herr, möchten wir dir anbefehlen, Heiland. Wir
Bitte segne das Opfer, Herr. Segne jede Person hier drinnen, Herr. Und jede Person, die verbunden ist, Herr Jesus, auf der ganzen Welt. Halleluja, Jesus. Möchten wir für wahr Zeugen sein, dass du lebst, Heiland. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Amen. God can do it again and again and again. What he did for them that day, he can do for us the same. Yesterday and the day before, he has always the same. There is no reason to doubt. Oh, God can do it again. Oh, God can do it again. And again and again. There's no reason to doubt. God can do it again. Yesterday. God will do it again. His daughter is here in this building. I remember Brother Branham says you have to feel for the person. If we could just come before the throne of God, I believe that all things are possible. That's all we can come according to His word. So I'll read the prayer request. God bless you, saints. I would like the saints of God to join me in prayer for my father, Brother George Money, in Ghana, who has end-stage kidney failure. There is nothing too hard for our Lord. There is nothing impossible for God. And is on a dialysis. He has been having quite a number of complications lately, and
and is due to search for surgery today. I know that with prayer, he will get completely healed. And a new set of kidneys. God richly bless you, Sister Moni, Mary Moni Borti. Let us bow our heads of a word of prayer. And if you have a prayer request for yourself or somebody else, just let it be known by uplifted hands. Almighty God, you said in your word that we should ask and it would be given unto you, Father. Your word says that by your stripes we are healed, Father. So we confess the name of Jesus, Father, over this prayer request, Father. May this brother, Father, our precious brother, George Money, Father, may your angels surround him, Father, this moment, Father. And may you come, Father, and bring healing to his body, Lord God. We have seen it in the prophet, Father. Where is the God of Elijah today, Father? We believe that you're still alive, Father. May you confirm it, Father, not for our glory, but for your glory, Father. And may our brother, Father, be healed, may he be free, Father. Father, may you bring that needed healing to his body, Lord Jesus. Oh God, we ask this in the name of the Lord Jesus Christ and for your glory, Father. Bless our brother, Father. Give him strength in his body, Father. Father, may you come near to him. May his room be filled with your glory, Father. We ask it in the name of Jesus Christ and bring it before your throne of mercy for your glory. And for your honor, Lord, and any other requests, Father, you know the hearts of the needs of the people. We pray and ask it in Jesus Christ's name that you'll give the answer even as the convention goes forth in Jesus' name. Amen. God bless you. There's a little special that you can take your seats that we would like to sing for the first service. It's entitled, Holy Spirit, Thou Art Welcome in This Place. Amen. And it's not just this place, but we want to welcome him in our tabernacle, in our hearts. So God bless you. Omnipotent Father of mercy.
Thou art welcome in this place. Fill all the hungry and the empty inside. Restore us, O Father. Revive us. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome. Already with the song Your Grace and Mercy has brought us through to this place. Amen. And I believe the Lord will work on our hearts during these services. Your grace and mercy
grace and mercy. Your grace and mercy has brought me through. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh, for your grace and mercy. Thank you, Father. Thank you, Lord. Deine Gnade. It has brought us through, Father. Es hat uns durchgebracht. Oh, we thank you, Father. Wir danken dir, Vater. We give you the praise. Wir geben dir Preis. We give you the honor. Wir geben die Ehre. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Father. Your heavenly Father. Himmlischer Vater. Lord, we come to you, Father. Ja, wir kommen zu dir. In this service, Father. In diesem Gottesdienst. In this opening service, Father. Diesem Eröffnungsgottesdienst. And it was your grace and mercy, Father. Es war deine Gnade, Father, that brought us through, Father. Die uns hindurchgebracht hat. Lord Jesus, that brought us to this place, Father. Das uns diesen Platz gebracht hat. From all different ways, Father. Von allen verschiedenen Wegen. But the important thing is. Aber die wichtige Sache ist. You have brought us through, Father. Du hast uns hindurchgebracht. And you will bring us home, Father. Oder bringst uns nach Hause. We thank you, Jesus. Wir danken dir, Jesus. And we want to give you the praise. Möchten dir den Preis geben. And the honor. Und die Ehre. And all the glory. Alle Ehre. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. It feels good to be in the house of the Lord. Es fühlt sich gut an, im Haus des Herrn zu sein. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. His grace and mercy. Seine Gnade has brought us through. Hat uns durchgebracht. And I was speaking in a meeting. I was speaking in a meeting. Ich sprach in einer Versammlung. At the end, the Holy Spirit just ignite something in me. Und am Ende hat der Heilige Geist etwas in mir entzündet. And I said, what is grace and mercy to you? Und ich sagte, was ist Gnade und Erbarmen für dich? And I said, the Holy Ghost. Es ist der Heilige Geist. He is grace and mercy to Seine you. Seine Gnade für dich. Because Brother Branham says, denn Bruder Branham sagt, grace and mercy, Gnade und Erbarmen, the Holy Spirit, der Heilige Geist, leads you to justification, bringt dich, führt dich zur to sanctification, Rechtfertigung und Heiligung, and gives you the baptism of the Holy und Ghost, gibt dir die Taufe des Heiligen Geistes, and it's your grace and mercy, und es ist deine Gnade, what we have never deserved, was wir nie verdient haben, but His love reached out, sondern seine Liebe hat ausgereicht, and saw your need, und hat dein Bedürfnis gesehen. God bless you. And we are thanking God for predestination. Ich danke Gott für Vorherbestimmung. And let me say that in advance. Lass mich das im Vorhinein sagen. Many people, viele Leute, believe in predestination. Glauben in Vorherbestimmung. But there's something about predestination. Aber das ist etwas mit Vorherbestimmung. Brother Branham says. Bruder Branham sagt. Predestination. Vorherbestimmung. Looks to foreknowledge. Schaut auf die das Vorherwissen. It looks before. Es schaut auf das, von was er vorher sah. Before the foundation of the world. Vor Grundlegung der Welt. Foreknowledge looked before. Das Vorherwissen sah es schon. And Brother Branham said. Und Bruder Branham sagte. Foreknowledge saw. Bruder, dass die das Vorherwissen sah. Foreknowledge saw. Das Vorherwissen sah. That you will love him. Dass du ihn lieben würdest. Praise the Lord. Preis den Herrn. And when he saw that. Und als er das sah. That you love him. Dass du ihn liebst. That you love his word. Dass du sein Wort liebst. That you love his spirit. Dass du seinen Geist liebst. Predestinated you. Hat er dich vorherbestimmt. Praise the Lord. Preis den Herrn. God bless you. You may be seated. Gott segne euch. Ihr mögt euch setzen. For a short moment. Für einen kurzen Moment. For a little introduction. Eine kleine Einführung. And praise the Lord. We have arrived. Wir sind angekommen. Amen. It's a long way for our church. Eine lange Reise für unsere Gemeinde. It's been a long way in the natural for some of you. War ein langer Weg im Natürlichen für viele von euch. Coming from Romania, it's been a long way for you. Kommt von Rumänien, eine weite Reise für euch. It might be a long way for you to save money to come to this place. Mag lang gedauert haben, das Geld zu sparen dafür. It was a long way from Ghana. Ein langer Weg von Ghana. Long way from Sierra Leone. Langer Weg von Sierra Leone. Long ways from the United States. Langer Weg von den USA. But we have arrived. Aber wir sind angekommen. And I want to tell you. Und ich möchte euch sagen. Not only we have arrived. Nicht nur wir sind angekommen, but his presence has sondern arrived. Seine Gegenwart ist angekommen. Yeah.
Jesus one time went to a wedding. Jesus ging einmal zu einer Hochzeit. He arrived at a wedding. Er kam dort an. And when he arrived at a wedding, als dort an der Hochzeit ankam, the miracle took place. Fand das Wunder statt. Praise the Lord. When Jesus arrived at the pool of Bethesda. Als Jesus ankam am See von Bethesda. When he arrived, als ankam, healing was there. War da Heilung. Praise the Lord. When Paul and Silas arrived in the prison, als Paul und Silas im Gefängnis ankamen, the prison door couldn't hold it anymore. Konnten die Gefängnistüren es nicht mehr aufhalten. And I believe some prisons are going to be open this morning. Und ich glaube, diesen Versammlungen werden ein paar Gefängnistüren aufgehen. And there were some more. Und da waren noch mehr. That arrived to a certain place. Die an einer bestimmten Stelle angekommen waren. It was the disciples. Es waren die Jünger. Going to the upper room. Die zum Obersaal gingen. And they have arrived. Und sie sind angekommen. And within a few days. Und nach ein paar Tagen. The Holy Spirit arrived. Der Heilige Geist kam auch. And what a meeting they had. Und was für Versammlung sie hatten. Praise the Lord. Amen. So I can say we have arrived. So ich kann sagen, wir sind angekommen. Praise the Lord. Amen. And I was coming here to drive here with our ministry for today, Brother John Conteh. Ich kam hier hingefahren mit unserem Diener für heute, Bruder John Conteh. And I spoke with him. Und ich sprach mit ihm. And I said it was such a desire. Und ich sagte, es war so ein Verlangen. Of the heart of Brother Sigmar. Auf dem Herzen von Bruder Sigmar. To have these meetings. Diese Versammlung zu haben. Under the Holy Ghost. Unter dem Heiligen Geist. And as some minister, he shared it with them. Und er war ein Diener Gottes, mit dem er es geteilt hat. About his desire. Mit seinem Verlangen. For the Holy Spirit. Für den Heiligen Geist. And as we spoke. Und wie wir zusammen sprachen. And we spoke about the inspiration for this meeting. Und wir sprachen über die Inspiration für diese Versammlung. And the inspiration is that you shall be my witnesses. Und die Inspiration ist, ihr sollt meine Zeugen sein. You. Ihr. You. Du. You. Du. Shall be a witness. Sollst ein Zeuge sein. Not unto man. Nicht für Menschen. But you. Sondern du. Shall be witness. Sollst ein Zeugnis of sein. Of the Holy Ghost. Des Heiligen Geistes. And as we were speaking. Und wie wir sprachen. I said, Brother Conteh. Ich sagte, Bruder Conteh. Paul is speaking. Paulus. About a cloud of witnesses. Spricht über eine Wolke von Zeugen. Praise the Lord. And it was so hard for my dad to cancel the meetings in 2021. Und es war so schwer für meinen Vater, die Versammlungen für 2021 absagen zu müssen. Because of the restriction we had with COVID. Wegen den Einschränkungen von COVID. And his heart was bleeding. Und sein Herz blutete. When he said, Stephanus, Johnny. Er sagte, Stephanus, Johnny. We cancel the meetings. Wir müssen diese Versammlungen. So many restrictions. Beenden. So viele. And his heart was bleeding. Und sein Herz blutete. When he said that. Als das sagte. But I know today. Aber ich weiß heute. There's a cloud of witness. Da ist eine Wolke der Zeugen. There's witnesses on the earth. Da sind Zeugen auf der Erde. And there's witnesses in heaven. Und da sind Zeugen im Himmel. Witnesses of the same thing. Zeugen derselben Sache. Witnessing of the power of the resurrection. Bezeugen die Kraft der Auferstehung. Can we give the Lord a thing? Können wir dem Herrn Dank geben? So I want to quickly do the greeting. Ich möchte das Grüßen schnell tun. And especially thank first of all our local church. Ich möchte besonders erstmal unserer lokalen Gemeinde danken. That's the first thing I want to do. Das ist das erste, was ich tun möchte. Because you sacrificed a lot. Denn ihr habt viel geopfert. To make these meetings possible. Um diese Versammlung möglich zu with machen. With all the teams and everything what's gone before. Mit den ganzen Teams und alles, was vorausging. Because it takes preparation. Denn es benötigt so viel Vorbereitung. And preparation gives an expectation. Und Vorbereitung gibt eine Erwartung. If a couple prepares, wenn ein Ehepaar sich vorbereitet, if they know in 9 months they're gonna have a baby, oder wenn sie wissen, in 9 Monaten werden sie ein Baby haben, they start to have to do preparation. Dann fangen sie an, Vorsorge zu treffen. And the preparation, diese Vorbereitung, brings them in an expectation, bringt sie in eine Erwartung hinein. For that child, für das Kind. The room is fixed, und das Zimmer ist fertig. The bed is fixed, das Bett ist bereitet. Amen. And when they are coming back from the hospital, und wenn sie zurückkommen vom Krankenhaus, everything is ready, ist alles bereitet. So I can tell you. So ich kann euch sagen, all things are ready. Alle Dinge sind bereitet. Praise the Lord. And I want to give a special greeting to the ministers. Ich möchte einen besonderen Gruß an die Diener Gottes geben. Who arrived today or still will arrive today. Die heute angekommen sind und heute noch ankommen werden. The ministers that are going to be ministering in this meeting. Und die Predigerbrüder, die predigen werden in der Versammlung hier. And we have our dear brother John Conteh. Unseren lieben Bruder John Conteh. From Sierra Leone. Von Sierra Leone. And he will minister the word of God today. Und wird heute das Wort Gottes dienen. Amen. Praise the Lord.
Amen. And our brother Kenny Caps. Und unser Bruder Kenny Caps. From the United States. Von den USA. And with together with Brother Walker. God bless you. Mit Bruder Walker. Gott segne euch. Amen. And we have our brother Isaac Ovid. Und dann unser Bruder Isaac Ovid. I appreciate you, Brother Isaac. Schätze dich, Bruder Isaac. Amen. We're gonna hear from him from Trinidad. Wir werden von ihm hören aus Trinidad. And Brother Billinger is still coming. He's still on his road. Bruder Billinger ist noch unterwegs. Also from the United States. Auch von den USA. Also arriving to this meeting. Er kommt auch zu diesen Versammlungen. And also still to arrive for our brother Raymond Thompson. Und der auch noch kommen wird, ist Bruder Raymond Thompson. Who I appreciate very much. From South Africa. Den ich sehr schätze, von Südafrika. Praise the Lord. And then we have our brother Benashut. Da haben wir unseren Bruder Benashut. Amen, we know us. God bless you. Wir kennen uns. Gott segne dich. It's so good to have you here back in church. So gut, dich hier zurück in der Gemeinde most zu haben. Most of them have ministered in our church. Und die meisten von ihnen haben schon gedient except in unserer brother Gemeinde. Isaac and brother Thompson. Außer Bruder Isaac und Bruder and Thompson. I'm very happy. Und ich bin sehr froh. I'm very glad. Ich bin sehr glücklich. Because it shows a big flower bouquet of our Lord Jesus Christ. Denn es zeigt uns so einen großen Blumenstrauß unseres Herrn Jesus everyone Christus. Everyone with his flavor. Jeder mit seinem eigenen Geruch oder Duft. To be a blessing for the bride of Jesus Christ. Um dann ein Segen zu sein für die Braut. Praise the Lord. So I want to from Germany, Brother Klaus Machnick and your wife, God bless you. Und aus Deutschland, Bruder Klaus Machnick und deine Frau, Gott segne euch. Amen. Do we have Brother Panko among us? Ist Bruder Panko? Der Panko okay. Not yet. Noch nicht. And Brother Yuri Timoshenko, he wants to come. Bruder Muri Tuschenko, er möchte noch kommen. Here you are, God bless you, brother. Gott segne dich, Bruder. We didn't see us for a long time. Wir haben uns für lange Zeit nicht gesehen. Good to be back together, praising the Lord. Gut zurück zu sein, im Herzen anbeten. From Ghana, Brother Daniel Amomfo. Von Bruder Ghana, Bruder Daniel. God bless you. We've been on the field in 2019 in Ghana. God bless you. Wir waren zusammen auf dem Feld 2019 in Ghana. Es ist ein Vorrecht, dich hier zu haben. And our brother Alfonso. Bruder Alfonso. Here we go. Yes, wonderful. He's been now in our church in Offenbach. Welcome your wife. Er war schon hier. Thank you for coming willkommen and taking the journey Frau. On. Dank für die Reise. And also I want to greet Brother Luke. Ich möchte auch Bruder Luke grüßen. From England, London. Aus England, London. Amen and his wife. Und seine Frau. We don't know us for a long time. Wir kennen uns noch nicht so lange. On this side. Auf dieser Seite. But we know we were in heaven together. Aber wir wissen, wir waren im Himmel zusammen. And it's a joy to have you here. Es ist eine Freude, dich hier zu haben. And then we have all the way from Pakistan. Und von Pakistan. A long way. Einen weiten Weg. Amen. We have our brother Shamoon Jakob. Wir haben unseren Bruder Shamoon Jakob. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Shamoon. Segne dich, Bruder Shamoon. He's translating into Urdu. We have five languages to be translated. In Urdu. Wir haben fünf Sprachen, die übersetzt werden. And he came along with his son. Und er kam God mit bless seinem you. Sohn. Here we go. God segne dich. Amen. Praise the Lord. So we have many others who are coming. Thank you very much also for joining. Und viele andere sind gekommen. God bless you very much. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. It's a privilege and especially everyone. Who came to these meetings? Es ist wirklich ein Vorrecht und jeder Einzelne, der zu den Versammlungen everyone, gekommen ist. There's still more to come. Und noch mehr werden kommen. So I have a desire. So ich habe ein Verlangen. We're gonna be more and more. Wir werden mehr und mehr. As we continue the services. Wie wir die Versammlungen fortsetzen. But maybe there's such a presence. Aber vielleicht wird da schon so eine Gegenwart sein. Of the Holy Spirit. Des Heiligen Geistes. That when they come, dass wenn sie kommen, they just can usher in the presence of the Lord. Dass sie direkt hineingehen können in die Gegenwart des Herrn. That God is doing something on the first day. Dass Gott schon am ersten Tag etwas tut. He will do something on the second day. Und er wird etwas am zweiten Tag tun. He will do something. Er wird etwas tun. Because he called us to be witnesses. Denn er hat uns dazu gerufen, Zeugen zu sein. Now if you want to be a witness, and I want to say that in advance before. We go to the word part of the service. Nun, wenn du ein Zeuge sein möchtest, und ich möchte das vor dem Wortteil sagen. And the Bible says, not the Bible speaks about witnesses. The prophet speaks about witnesses. Die Bibel und der Prophet sprechen über Zeugen. And also, Wiktionary speaks about what is a witness. Und auch das Wikipedia spricht darüber, was ein Zeuge ist. Because we are. Denn wir alle. Everyone. Jeder Einzelne. That's gonna be on the other side. Der auf der anderen Seite sein will wird. Be. Wird a witness. Ein Zeuge sein. Praise the Lord. Preist den Herrn. When do you become a witness? Wann wirst du zu einem Zeuge? Here on earth. Hier auf der Erde. Maybe here in this meeting. Vielleicht hier in diesen Versammlungen. Maybe something will happen. Vielleicht wird etwas geschehen. That is for your eternal destiny. Welches für deine ewige Bestimmung praise ist. Praise the Lord. Preist they den Herrn. Have a testimony. Sie haben ein Zeugnis. And I want to go on the other side with the testimony. Ich möchte auf die andere Seite auch I want to have gehen something
einem Zeugnis. I want to have something to share with them. Ich möchte etwas haben, was ich mit ihnen teilen kann. I want to share with them grace and mercy. Ich möchte mit ihnen dieses Gnade und Erbarmen teilen. And a witness. Und ein Zeuge. A dictionary is a person. Das Wörterbuch sagt, ist eine Person. Who sees an event taking place. Welches ein Ereignis stattfinden sieht. Now you can have a witness. Und du kannst einen Zeuge haben. That is seeing something. Der etwas sieht. But you can have a witness. Du kannst aber auch einen Zeugen haben. That has an experience. Der ein Erlebnis macht. Praise the Lord. Preist den Herrn. Amen. Then you have the witness is a proof. Und dann heißt es auch, ein Zeuge ist ein Beweis. It's an evidence. Ist ein Beweis. When you come on the other side. Wenn du auf die andere Seite kommst. You have an evidence of the Holy Ghost. Dann hast du den Beweis des Heiligen Geistes. And then as a witness. Und dann ist auch ein Zeuge. Is a line of remnant. Eine Art Überrest. Ein Überrest. Of an original surface. Einer originalen Oberfläche. To show how much material has been removed or shaped. Out of the original outline. Um zu zeigen, wie viel Material abgetragen wurde von der originalen Oberfläche. Praise the Lord. Amen. Amen. So this is all witnesses. So das sind alles Zeugen. So we will hear about witnesses. So wir werden über Zeugen hören. But Brother Branham says about a witness. Aber Bruder Branham sagt über einen Zeugen. He says a witness has to know something. Er sagt, ein Zeuge muss etwas wissen. And Brother Branham says. Und Bruder Branham sagt, to know him is life. Ihn zu kennen ist Leben. To hear about him is something. Über ihn zu hören ist etwas. But to know the author. Aber ihn selbst zu kennen. It's a difference. Ist ein Unterschied. And a witness has to know something. He must have an experience. Und ein Zeuge muss etwas wissen. Er muss ein Erlebnis gemacht haben. And you cannot be a witness of Christ. Du kannst kein Zeuge Christi sein. Until the Holy Ghost baptizes you. Bis der Heilige Geist dich tauft. So then you are a witness. Dann bist du ein Zeuge. And then in the message countdown. Und in der Botschaft countdown. Brother Branham says. Sagt Bruder Branham. He says the Holy Ghost is a witness. Er sagt, der Heilige Geist ist ein Zeuge. Of the resurrection. Der Auferstehung. Showing that you have become an adult. Und es zeigt, dass du erwachsen geworden bist. In Christ. In Christus. So what does the prophet say? So was sagte der Prophet? He said you're gonna be a witness. Er sagte, du wirst ein Zeuge sein. And the Holy Ghost gonna be a witness. Und der Heilige Geist wird ein Zeuge and sein. And then we have one witness, und dann haben wir ein Zeuge und dann zwei Zeugen. And everything be established upon two or three witnesses. Und lass alles gegründet sein auf zwei oder drei Zeugen. Praise the Lord. Preist den Herrn. And Brother Branham says, und Bruder Branham sagt, give me a church. Gib mir eine Gemeinde. He says, give me 10 people. Er sagt, gib mir 10 Leute. Filled. Gefüllt. Give me 10 people. Gib mir 10 Leute. Who are a witness. Welche ein Zeuge give sind. Give me only 10 people. Gib mir nur 10. Maybe in this meeting. Vielleicht in diesen Versammlungen. Real jewels of God. Wahre Juwelen Gottes. The royal seed. Der königliche Same. And he says, put the men together. Und er sagt, bring sie zusammen. And watch what will take place. Und schaue, was stattfinden wird. And then Brother Branham says. Und er sagt, Bruder Branham. Give me this little house full of people like that. Gib mir dieses kleine Haus voll von Menschen. And I believe he was speaking of a little house like that. Und er glaube, er sprach wie ein kleines Haus wie dieses. And I said, I show you a light. Und er sagt, ich zeig dir dann ein Licht, that the world will run to. Wo die Welt hinrennen will. Praise the Lord. They're not gonna run to you. Sie werden nicht zu dir They're rennen. Gonna run to the light. Sie werden zu diesem Licht hinrennen. They're gonna run to the power. Sie werden zu dieser Kraft hinrennen. Of the resurrection. Der Auferstehung. Praise the Lord. Preist den Herrn. Hallelujah. The people, die Menschen, that he was going to have, die er haben würde, in this day, in diesen Tagen, now he speaks about you. Jetzt spricht er über dich. It's a church without spot and wrinkle. Es ist eine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln. And he says, don't mean a denomination. Er sagt nicht eine Denomination. He says, it means the persons. Sondern es bedeutet die Personen. Individuals. Individuen. Without spot and wrinkle. Ohne Flecken und Runzeln. By the blood of Jesus Christ. Durch das Blut von Jesus Christus. And by his spirit. Und durch seinen Geist. What is the body of Jesus Christ? Was ist der Leib von Jesus Christus? What is the body? Was ist der Leib? He said, it's the body of believers. Es ist der Leib von Gläubigen. That are associated. Die zusammen vereinigt sind. Connected with him. Mit ihm verbunden sind. There's a connection. Da ist eine Verbindung. With him. Mit ihm. And he says, in the Holy Spirit. Und es sagt hier, in dem Heiligen Geist. Not an idol. Nicht ein Götze. Not a piece of bread. Kein Stück Brot oder so.
but a spirit, aber ein Geist, that's in the heart of the believer, der in dem Herzen des Gläubigen ist. You shall be my witness. Ihr werdet meine Zeugen sein. You shall be my witness. Ihr werdet meine Zeugen sein. Individuals, Individuen, gonna be witnesses, werden Zeuge sein of the Holy Ghost, des Heiligen Geistes, in their personal life, in ihrem persönlichen Leben. Praise the Lord. Preist den Herrn. And they are associated together. Und sie sind miteinander vereinigt. And then Brother Branham says, und Bruder Branham sagt, that when man and God can talk to each other, das ist, wenn Menschen und Gott miteinander reden können, sons and daughters of God, Söhne und Töchter Gottes, what a proof, was für ein Beweis, what a proof, was für ein Beweis, the signs and wonders follows. Und Zeichen und Wunder folgen. I'm confident for that. Ich habe da eine Zuversicht. But what a proof. Aber was of a fellowship. Für ein Beweis. You durch eine Gemeinschaft. And God talking together. Wo du und Gott miteinander reden. And I believe we're gonna see that. Und ich glaube, dass wir das sehen werden. Associated together with him. Wie wir zusammen vereinigt sind mit and ihm. And you will witness. Und du wirst Zeuge of sein. Of a fellowship with him. Von einer Gemeinschaft mit ihm. And he will witness. Und er wird Zeugnis of fellowship with you. Mit Gemeinschaft and mit we're dir. Gonna see the glory of God. Und wir werden die Herrlichkeit Gottes not sehen. Not only in this place. Nicht nur in dieser Stätte. But you're gonna experience the glory of God in your heart. Aber du wirst die Herrlichkeit Gottes in deinem Herzen erfahren. And that's my desire. Das ist mein Verlangen. That was the desire of our pastor brother Sigmar. Und das ist das Verlangen gewesen unseres Pastors Bruder Sigmar. And I believe we have arrived. Und ich glaube, dass wir angekommen sind. Praise the Lord. Preist den Herrn. It's been a long journey. War eine lange Reise. But we have arrived. Aber wir sind angekommen. To be witnesses. Um Zeugen zu sein. And we shall be witnesses und of the resurrection. Wir werden Zeugen sein der Auferstehung. As the music comes. Wie die Musiker kommen. We invite our precious brother Conteh. Wir leiten unseren kostbaren Bruder Conteh you ein. See, you see, it makes us love him more. Es macht, dass wir ihn mehr lieben. It makes our relationship with him deeper. Es macht unsere Beziehung mit ihm tiefer. You don't have to ask the people. Du musst die Leute nicht to fragen, give up everything. Alles aufzugeben. But there's a desire in your heart. Sondern da ist ein Verlangen in deinem Herzen. Because you love him. Weil du ihn lieb hast. Praise the Lord. Preist den Herrn. Praise the Lord. And at the end, und am Ende, we're gonna be witnesses, werden wir Zeugen sein, of the Holy Ghost, des Heiligen Geistes, of all what He led you through, von allem, wo er dich hindurchgeführt hat, to the other side, bis auf die andere Seite, you, du, take it personally, nimm es jetzt persönlich, take it very personally, nimm das jetzt sehr persönlich, wie wir stehen, and we sing I love Him, und wir singen ich liebe ihn, take it personally, nimm es jetzt sehr persönlich, and tell Him, und sage ihm, and say I'm gonna be a witness, und sage ich werde ein Zeuge sein, of Him. Von ihm. I'm gonna be witnessing. Ich werde Zeugnis ablegen. Of the Holy Ghost. Vom Heiligen Geist. Appreciate our brother Raymond Thompson just came in. Raymond Thompson. A witness. Ein Zeuge. Of the Holy Ghost. Des Heiligen Geistes. God bless you. Gott segne dich. Praise the Lord. As we invite our brother Conteh. Wie wir unseren Bruder Conteh einladen. Let's sing that song. I love him. Lass uns dieses Lied singen. Ich liebe ihn. Because he first loved us. Denn er hat uns zuerst geliebt. We haven't deserved it. Wir haben es nicht verdient. But it was his grace. Aber es war seine Gnade. And his mercy. Seine Gnade. I don't know what the Lord will do. Ich weiß nicht, was der Herr tun wird. But I know. Aber ich weiß. I have a confidence in him. Ich habe eine Zuversicht I have a in deep ihm. Confidence in him. Eine tiefe Zuversicht in ihn. Life's gonna be changed. Leben werden verwandelt the werden. Holy Spirit will move among the people. Der Heilige Geist wird sich unter den hearts Menschen gonna be filled. Menschen, Herzen werden gefüllt. And we will go back. Und wir werden zurückgehen. As witnesses. Als Zeugen. Of him. Von ihm. He first loved me. Your brother and sister, I love him.
for His great grace. Seine große Gnade in our midst. In unserer Mitte. Lift up your hands and give Jesus. Gibt Jesus. Worship Him this morning. Also, betet ihn an. Thank Him for His grace. Danke ihm für die Gnade, that has made available to you, die er dir gegeben hat, for this age. In diesem Zeitalter. Father, we thank you, God. Vater, wir danken dir. We love you this morning. Wir lieben dich, Herr Gott. We express our love back to you. Wir drücken unsere Liebe aus zurück zu dir. For making us sons of God. Dass du uns Söhne und Töchter Gottes gemacht for hast. For making us witnesses. Dass du uns zu Zeugen gemacht hast. In this evil age. In diesem bösen Zeitalter. Where the enemy is everywhere. Wo der Teufel überall ist. But God has elected us. Aber Gott hat uns erwählt. By grace. Durch Gnade. So we can manifest His presence. So dass wir seine Gegenwart manifestieren können. To our generation. In unsere Generation. And we thank you, Lord. Danken dir, Herr. We thank you, Lord, for this glorious morning. Danken dir, Herr, für diesen herrlichen Moment morgen. We thank you for Pastor Stephanus. Danke für Pastor Stephanus. And for the little church. Und für die kleine Gemeinde. For all the elders of this church. Für all die Ältesten dieser Gemeinde. And we thank you for this inspiration. Wir danken dir für die Inspiration. You shall be my witnesses. Ihr sollt meine Zeugen sein. Help us, Lord. Hilf uns, Herr. Because we cannot be real true witnesses. Denn wir können keine wahren Zeugen sein. Without you. Ohne dich. You alone can give witness. Du allein kannst Zeugnis ablegen. Back to your word. Deinen Worte zurück. So we thank you, Father. So wir danken dir, Vater. We pray for the entire meetings, wir beten für die ganzen Versammlungen. May you take over every minister. Möchtest du jeden Gottesdiener übernehmen? And use all of us. Und möchtest du uns alle gebrauchen? As witnesses. Als Zeugen. Of this end-time call. Von diesem Endzeitruf. A call to the resurrection. Ein Ruf zur Auferstehung. A call to perfection. Ein Ruf zur Vollkommenheit. We thank you, Lord. Wir danken dir, Herr. Bless the services, Father. Segne die Versammlung, Vater. And use me, Lord, this morning. Und gebrauch mich heute Morgen. Myself and my brother Matthias. Mich selbst und mein Bruder Matthias. To bring forth this unsearchable riches of Christ. Diese undurchdringbaren Reichtümer Christi hervorzubringen. To the bread of Jesus Christ. Für die Braut von Jesus Christus. We thank you, Lord. Wir danken dir, Herr. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen bitten wir. Well, this morning. Nun heute Morgen. May be seated in Jesus' name. Mögt euch setzen in Jesu Namen. Falls on my lot this morning. Es ist auf mein Los gefallen heute Morgen. To bring forth this little message. Diese kleine Botschaft zu bringen. To put my shoulder to the wheel. Um meine Schulter ans Rad zu legen. The burden God gave Pastor Stephanus. Die Bürde, die Gott Bruder Stephanus gab. That we are called to become witnesses. Dass wir gerufen sind, Zeugen zu sein. Praise the name of the Lord. Preis den Namen des Herrn. Thank you, Brother Stephanus. Danke, Bruder Stephanus. For such a bold step. Für so einen kühnen Schritt. To step forward. Um zu stehen. With such a great burden. Mit so einer großen Bürde. I want to bring greetings to this convention. Ich möchte Grüße bringen an diese Konferenz. On behalf of my wife. Von Seiten meiner Frau. And the church back home. Und die Gemeinde zurück. God bless you. Gott segne euch. We are praying for these meetings. Wir beten für diese Versammlung. In the name of the Lord. Wir preisen deinen Namen, des Herrn. And Brother Isaac Matte. Und Bruder Isaac Matte. From Ghana. Aus Ghana. Asked me actually. Hat mich gefragt. To extend his greetings to you. Auch seine Grüße euch auszurichten. And I promise I will do that. Und ich habe ihm versprochen, es zu tun. Thank you very much. Danke. I want to also welcome all of you. Ich möchte auch euch alle willkommen heißen. Just open your hearts. Öffnet einfach eure Herzen. Because we're in a season. Denn wir sind in der Zeit. Where God can do anything. Wo Gott alles tun kann. I believe our faith. Ich glaube, unser Glaube. Has been anointed. Ist gesalbt worden. For over 50 years in general. Für über 50 Jahre. By a seventh on the message. Durch eine siebente on the Botschaft. For a time like this. Für eine Zeit wie dieser. I believe it will come together in this season. Ich glaube, es kommt in dieser Zeit zusammen. With a collective faith. Mit einem zusammengefassten Glauben. To ask ourselves, where is the God? Und wir fragen uns selbst, wo ist der Gott? Of William Marion Branham. Von William Marion Branham. That's the only way. Das ist die einzige Weise. Can become real true witnesses. Wie du wahre, echte Zeugen werden kannst. In this hour. In dieser Stunde. The prophet, der Prophet, three poles, drei Züge, with a great message, mit einer großen Botschaft, was a true witness, war ein wahrer Zeuge, an call. Von einem Endzeitruf. So I believe, so ich glaube, we've come to this season, wir sind in diese Zeit gekommen, we are that same God, wo derselbe Gott, that was given witness, der dem Zeuge gegeben wurde, in that prophet, in diesem Propheten, must come back on the scene, er muss wieder auf die Szene kommen, give witness, und ein Zeugnis of geben, this message, von dieser Botschaft, this message, dass diese Botschaft, is not false, ist nicht falsch, that this message, dass
diese Botschaft nicht falsch ist, dass sie echt ist. Somebody say amen to that. Kann jemand Amen dazu sagen? Gemeinde? That's God's plan for this season. Das ist Gottes Plan für diese Zeit. I'm trusting God. Und ich vertraue Gott. That we are living here today. Dass wir hier heute leben. By the grace of God. Durch die Gnade Gottes. As two witnesses. Als wahre Zeugen. That God. Dass dieser Gott. Is not dead. Nicht tot ist. Is alive. Er ist lebendig. Praise the name of the Lord. Gepriesen sei der Herr. Glory to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So I want to greet all the ministers. Ich möchte alle Diener grüßen. They'll speak after me. Die auch nach mir sprechen werden. I'm happy to see my brother there, brother. Long time, brother. Ich sehe da meinen Bruder. Isaac Covid. Lange Zeit, Bruder Isaac Covid. I love you. Ich liebe dich. What a firebrand. Was für ein Feuerbrand. Wonderful young man. Ein wunderbarer junger Mann. Thank you very much. Danke sehr. For coming. Dass du gekommen bist. I hope the fear is doing fine. Ich hoffe, du. But the fear is doing fine. But the fear Covid. Ah, Bruder Theo Covid. Ja. So thank you very much. So danke sehr. So this morning, so heute Morgen, I have a little title. Wir haben einen Titel. Just to come behind the inspiration of the season. Um hinter diese Inspiration dieser Zeit zu kommen. Ye shall be my witnesses. Ihr sollt meine Zeugen sein. And for this meeting this morning, und für diese Versammlung heute Morgen, I want to speak. Möchte ich sprechen. On being a witness of God for this day. Darüber ein Zeuge zu sein für Gott an diesem Tag. Because if you are called to be a witness, denn wenn du gerufen bist, ein Zeuge zu sein, you've got to have something to witness about. Dann musst du etwas haben, worüber du Zeugnis ablegst. And so for this age, so für dieses Zeitalter, you are called to be a witness of something. Sind wir gerufen, ein Zeuge von etwas zu sein. So shall we stand to our feet, können wir auf unsere Füße stehen, as we read the word of God. Wie wir das Wort Gottes lesen. Let's go to Matthew chapter 3. Lass uns wenden zu Matthäus Kapitel 3. And verse 16. God bless you, Brother Raymond Thompson. God bless you, Brother Thompson. We are under great expectation. Wir sind unter großer Erwartung. So then Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. I'm sorry. Matthew 3, verse. Matthew 3 and verse 16. Matthäus 3, Vers 16. Just two verses. Zwei Verse. So, and Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. Und als Jesus getauft war, stieg gleich herauf aus dem Wasser und siehe. And lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning upon him. Da öffneten sich die Himmel über ihm, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf ihn kommen. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So Jesus Christ was the Son of God. So Jesus Christus war der Sohn Gottes. He was a begotten son. Er war ein gezeugter Sohn. But even with that, aber selbst damit, the Father gave witness, gab der Vater Zeugnis, there was a son, dass dein Sohn war. And in Matthew 4:1, und in Matthäus 4:1, just after that, danach, he said, then was Jesus led off the spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. So the Holy Spirit came down. So der Heilige Geist kam herab. And became a guide. Und wurde ein Führer. And took Jesus. Und nahm Jesus into the wilderness. In die Wildnis. To be tempted. Um geprüft zu werden. Tried. Um geprüft zu werden. By the devil. Durch den Teufel. Now Luke 4:13. Nun Lukas 4:13. You must show the sequence of event. Wir müssen sehen, diese Sequenz der Ereignisse, that led Jesus Christ to power, die Jesus Christus zu der Kraft brachten. Because you can't be a true witness, denn du kannst kein wahrer Zeuge sein without power, ohne Kraft. And when the devil had ended all the temptation, Lukas 4:13, he departed from him for a season. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er eine Zeit lang von ihm. And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. And there went out a fame of him through all the region round about. Und man redete über ihn in der ganzen umliegenden Gegend. So there was power. So da war Kraft. In that spirit. In diesem Geist. That came on Jesus at his baptism. Der auf Jesus kam in seiner Taufe. But he cannot harness that power. Aber er kann nicht diese Kraft hervorbringen. Until he was tested. Bis er getestet war. Proving. Geprüft. For 40 days. 40 Tage lang. In Acts 1:8, dann Apostelgeschichte 1:8. You shall receive power. Ihr werdet Kraft empfangen. After that the Holy Ghost has come upon you. Nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Now the scripture didn't say when. Nun, die Schrift sagt uns nicht wann. The scripture said after.
Die Schrift sagt, nachdem the Holy Ghost comes upon you, der Heilige Geist auf euch kommt, then you are led to the wilderness, dann werdet ihr in die Wüste gebracht, to be proven, um dort getestet zu werden, to add the virtues in your bath, um die Tugenden in deiner Geburt hinzuzufügen. Then you now return in power, und dann kehrst du zurück in Kraft, to be a witness, um ein Zeuge zu sein. You shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen and ist. You shall be witnesses unto me, und ihr werdet Zeugen für mich sein, both in Jerusalem, in Jerusalem, and in all Judea, und in ganz Judäa, and in Samaria, in Samarien, and unto the uttermost part of the earth, und bis ans Ende der Erde. So by his down for a word of prayer. Lass uns beten. Our Heavenly Father, we thank you. Unser himmlischer Vater, wir danken dir. One more time, Lord. Noch einmal. Just like Samson prayed. Wie Samson gebetet hat. Once more. Nur noch einmal, Herr. Help me, Lord, this morning. Hilf mir, Herr, heute Morgen. To bring forth this message. Diese Botschaft hervorzubringen. And open the hearts of your people. Und öffne das Herz der Menschen. To receive from you, Lord. Dass sie von dir empfangen. Find your own way. Finde deinen eigenen Weg. To communicate your thoughts. Um deine Gedanken hervorzubringen. To the hearts of your people. In die Herzen deines Volkes. And at the end, Lord. Und am Ende, Herr. We shall be grateful. Möchten wir dankbar sein. To give you all the glory and honor. Dir alle Ehre und Preis zu geben. Because we ask all these things in Jesus' name. Wir bitten all diese Dinge in Jesu Namen. And the church says. Und die Gemeinde sage. 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 You may be seated. Ihr mögt euch setzen. Praise God and amen and amen. Preis sei Gott. Amen. So this morning. So heute Morgen. What an inspiration for the season. Ich habe eine Inspiration für diese Zeit. You shall be witnesses. Ihr werdet Zeugen sein. Unto me. Zu mir. Witnesses. Zeugen. Unto Jesus Christ. Zu Jesus Christus. Amen. Brother Branham said, nun Bruder Branham sagte, God has always left himself a witness. Gott hat ihm immer ein Zeuge dagelassen. Always. Immer. He has never left himself without a witness. Er hat sich selbst nie ohne ein Zeuge gelassen. God has never left himself without a testimony. Gott hat sich selbst nie ohne ein Zeugnis gelassen. There's always been somebody somewhere that God could put his hand and say, da war immer irgendwo jemand, wo Gott seine Hand drauflegen konnte und sagen konnte, here is my servant. Hier ist mein Diener. He's always. Das ist immer so. It's gotten down to sometimes just about one left. Es kommt manchmal so weit herab, dass es nur einer ist, der gebraucht wird. Like in the days of Elijah. Wie in den Tagen Elias. Elijah thought. Elia dachte. They had killed all. Dass sie alle getötet hätten. And there was none that could stand for God. Und dass da keiner mehr war, der für Gott stehen konnte. But God opened the seal for that age. Aber Gott öffnete ihm das Siegel für sein Zeitalter. And showed Elijah. Und zeigte Elia. That there were 7,000. Dass da noch 7,000 waren. A remnant. Ein Überrest, that had not bowed their knees to Baal. Die ihre Knie dem Baal nicht gebeugt hatten. God preserved those 7,000 seeds. Gott hatte 7,000 Samen gehalten. Under the seal of that age. Unter dem Siegel dieses Zeitalters. They were kept preserved. Und sie wurden dort sicher behalten. By that seal. Durch dieses Siegel. That seal kept them alive. Dieses Siegel hielt sie lebendig. So Ahab and Jezebel. So Ahab und Isabel. Could not touch them. Konnten sie nicht anfassen. They were kept alive. Sie wurden lebendig gehalten. So when Elijah thought all was gone, so als Elia dachte, alles wäre vorbei, but God gave it to Elijah, dann gab Gott Elia, that my purpose, dass mein Zweck, can't be destroyed, kann nicht there has got to be a witness on the earth, zerstört sein, da muss ein Zeuge sein auf der so Erde. God showed, opened the eyes of Elijah, so Gott öffnete die Augen von Elia, and he saw the 7,000. Und er sah die 7,000. One of those 7,000 was Elisha. Und einer der 7,000 war Elia selbst. Man that could stand against the evil of that age. Er konnte stehen gegen das Böse in diesem Praise Zeitalter. The name of the Lord. Preis den Namen des Herrn. Hallelujah. Hallelujah. So God always has a witness. So Gott hat immer ein Zeuge. Ram says you believe that. Bruder Balsack, glaubt ihr das? Do you believe that? Sie glaubten das. Do you believe that? Glaubst du das? He said Noah. Er sagte Noah. All that many times through his prophet and so forth. Die ganze Zeit durch seine Propheten. He's never left himself without an earthly witness. Er hat sich nie ohne einen irdischen Zeugen gelassen. That he could walk through. Durch den er wirken konnte. Speak through. Durch den er sprechen konnte. Who would go out in the midst of criticism. Der hinausgehen würde in der Mitte von Kritik. And declare him. Und verkünden würde. So who is a witness? Nun, wer ist ein Zeuge? A witness. Ein Zeuge. Is not somebody. Ist dieserjenige. With the Bible in his hand. Mit der Bibel in seiner Hand. A witness. Ein Zeuge. Is not somebody. Ist derjenige. That has piles of the books. Der. He has the books and the quotes. Er hat die Bücher und Zitate. But a real witness. Aber ein wahrer Zitat. Is one. Ist einer, that God can put his hand on, wo Gott seine Hand drauflegen kann, that God can walk through, wo Gott hindurchwirken kann, that God can speak through, wodurch Gott sprechen kann. That's a witness. Das ist ein Zeuge. Because the Holy Spirit, denn der Heilige Geist, the scripture says, die Schrift sagt,
to keep their records on the earth. There are three. Da sind drei, that be a witness on the earth. Die auf der Erde Zeugnis ablegen. Water, Wasser, blood, Blut, Spirit und Geist. It said, but the Spirit, aber es sagt der Geist, be a witness, gibt Zeugnis, because it is truth. Denn es ist Wahrheit. A real witness, ein wahrer Zeuge, is one that bear records of truth. Ist einer, der Zeugnis ablegt von Wahrheit. So there's only one Spirit, so da ist nur ein Geist, that bear record of truth, der die Wahrheit trägt. It is called the Spirit of truth. Es ist genannt der Geist der Wahrheit. So the Spirit of truth, so der Geist der Wahrheit, is the only true witness, ist der einzige wahre Zeuge, that can give witness, der Zeugnis ablegen kann, that can provide evidence of truth, der einen Beweis der Wahrheit hinlegen kann, for the things that pertain to God, für die Dinge, die Gott betreffen. When God wrote your name in the book of life, als Gott deinen Namen ins Buch des Lebens geschrieben the Holy Spirit hat, was there. War der Heilige Geist da. When God chose you in him, als Gott dich erwählte in ihm, the Holy Spirit was there. War der Heilige Geist dort. And the Holy Ghost cannot lie. Und der Heilige Geist kann nicht lügen. So you came in this season, so kam in dieser Zeit with a testimony, mit einem Zeugnis, and God sent a prophet, und Gott sendet einen Propheten, to open the seals, um die Siegel zu öffnen, and to reveal to you who you are, und dir zu offenbaren, that wer du bist, always in the mind of God, dass du immer in der Gesinnung Gottes warst, part of Elohim's mind, auf der Rückseite Elohims Gedanken. Halleluja! Halleluja! And under no circumstance, und unter keinem Umstand, will your name, wird dein Name, be taken out of that section of the book of life, aus diesem besonderen Sektion des Buch des Lebens herausgenommen. Because in the back part of God's mind, denn in der Gesinnung des Gottes, you are eternal, bist du ewig. You didn't begin, er hat nie angefangen, and you cannot end, und du kannst nicht aufhören. You are a part of God, du bist ein Teil Gottes. What a revelation that is, was für eine Offenbarung that das must ist, fire your soul, das muss Feuer in die Seele that you geben, don't belong here, dass du hier nicht hingehörst. So you came from eternity, so du kamst von der Ewigkeit. That is your eternal past, das ist deine ewige that's Vergangenheit, your eternal history, das ist deine ewige Geschichte. Amnesia came into your mind through your first birth. Amnesia ist in deine Gesinnung gekommen bei deiner ersten Geburt. And you forgot who you are. Und du hast dann vergessen, wer du bist. But God's in the spirit of remembrance. Aber Gott hat den Geist der Erinnerung to geschenkt, remind you, um dich zu erinnern, that you don't belong here, dass du hier nicht hingehörst. He only came here, er kam nur hierhin, to be a witness, du kamst nur hierhin, um ein Zeugnis zu sein, eternal realities, von diesen ewigen to Realitäten. Be a witness, so du legst Zeugnis that you are a son of God, dass du ein Sohn Gottes that's bist. Why you are here. Das ist, warum du hier bist. A little time, eine kurze Zeit, a little season, einen kleinen Zeitabschnitt, to show forth God's mercy, God's power, um Gottes Botschaft und Kraft to zu our zeigen, generation, in dieser Generation, to prove, um zu beweisen, Halleluja, Halleluja, where you come from, wo du herkommst. So this home is not your home, so dieses Haus ist nicht dein Heim. This is your place, das ist nicht dein Platz hier. We are just passing by, wir gehen nur hier hindurch. A stranger, a pilgrim, wie Pilger, but with a testimony, aber mit einem Zeugnis, that when you are gone, dass wenn du gegangen your testimony bist, dass dein Zeugnis will stay behind you, immer noch verbleiben wird, just like it was the days of Enoch, wie es war in den Tagen Enochs, before his translation, vor seiner Entrückung, he left a testimony, hat er schon ein Zeugnis that gelassen. Testimony, dieses Zeugnis, was a witness, war ein Zeuge, that a son of God, dass er ein Sohn Gottes war, lived on the earth, auf der Erde, that a son of God, dass er ein Sohn Gottes, with the life of God in him, mit dem Leben Gottes in the ihm, mechanics of the Holy Ghost, mit der Mechanik des Heiligen Geistes, was at work in Enoch's life, im Leben Enochs gearbeitet hat. So before that translation, sofort dieser before God took him, Entrückung, his testimony stood out, stand sein Zeugnis, a pyramid life, ein Pyramidenleben, a life of God, ein Leben Gottes. And today we are here, und heute sind wir hier, by faith, durch Glauben, trying to take back that life, versuchen diesen Glauben zurückzunehmen, so we can live a testimony, so dass wir dieses Zeugnis leben können in unserer Generation, that indeed God, dass Gott, this is a prophet, es bestätigen wird. Amen. Oh, praise God, amen. Preis sei Gott. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, amen. Praise God, amen. Preis sei Gott. So we are here this season. So wir sind hier. End time season. In dieser Endzeit. To testify of something. Um Zeugnis abzulegen. To be a witness of something. Um ein Zeuge von etwas zu sein. Because your witness, denn du bist ein Zeuge, is unto him. Zu ihm. And don't forget. Und vergiss. It is the Spirit. Es ist der Geist. That bear with witness. Es ist der Geist, der Zeugnis ablegt. Because the Spirit of truth. Welcher den Geist der Wahrheit trägt. Only the Holy Spirit, nur der Heilige Geist, can give true witness, kann wahres Zeugnis ablegen, of this eternal realities, von diesen ewigen Realitäten. And we can't become real witness, wir können keine echten Zeugen werden. True witness,
wahre Zeugen without the Holy Spirit. Ohne den Heiligen Geist. The disciples, the Alpha Church, die Jünger, die Alpha-Gemeinde, God called these men, Gott hat diese Männer gerufen, and God's purpose, und Gottes Zweck war, was to reflect his will on the earth, dass es seinen Willen reflektiert auf der Erde, was to reflect himself on the earth, um sich selbst zu reflektieren auf der Erde. It has always been God's eternal purpose. Es war immer Gottes ewiger Zweck. It's a threefold mystery purpose. Es ist ein dreifaches Geheimniszweck. It is one purpose. Es ist ein Zweck. But in a threefold stages. But in drei Stufen. And the purpose is clear. Und der Zweck ist klar. God wants to reveal himself. Gott möchte sich selbst offenbaren. God wants to be seen. Gott möchte gesehen werden. He can't achieve that. Er kann das nicht erreichen. In angels. In Engeln. Angels were created to worship God. Engel wurden geschaffen, um Gott anzubeten. But he created man. Aber er hat Menschen geschaffen. A different species. Eine andere Spezie. He called that species man. Er nannte diese Art Mensch. And that species, und diese Spezie, called man, genannt Mensch, was a species of spirit created, war eine Spezie von Geist geschaffenem, in the image, im Bilde, and likeness of God, in dem Bilde Gottes. Why did God do that? Warum hat Gott das getan? But that was the only image. Denn das war das einzige Bild. That was the only spirit. Das war der einzige Geist. That could reflect, der reflektieren würde and manifest und manifestieren würde his fullness. Seine Fülle. Because in the back part of God's mind, denn in Gottes Gesinnung, he want to express all his attributes, er wollte alle seine Attribute ausdrücken in that image. In diesem Bilde. And he called that image, und er nannte dieses Bildnis a son of God. Ein Sohn Gottes. He called that image, er nannte das Bildnis a son of Elohim. Ein Sohn Elohims. Praise God, hallelujah. Preis sei Gott. And we are all part of that seed, und wir sind alle Teil dieses Samens by predestination. Durch Vorherbestimmung. We are all part of that image. Wir sind alle Teil dieses Bildnisses durch Vorherbestimmung. Because you cannot be born again, denn du kannst nicht wieder geboren werden. Or do you know who you are, es sei denn, du weißt, wer du where bist, you come from, wo du herkommst, who your father is, wer dein Vater ist. And when you leave here, und wenn du hier weg where bist, back to, wo du dann hin zurückkehrst. It's a revelation, es ist eine Offenbarung, that must come to you, die zu dir kommen muss. And the revelation itself, und die Offenbarung selbst ist eine Geburt. When God can bathe into your spirit, wenn Gott in deinen Geist hineingebären kann, you know who you are, wer du bist. I am a son of God. Oh, ich bin ein Sohn Gottes. I'm not a chicken. Ich bin kein Huhn. I'm an eagle, son of God. Bin ein Adler, Sohn Gottes. God is on my inside. Gott ist auf meiner Innenseite. That becomes your testimony. Das wird dann zu einem Zeugnis. Glory to God, hallelujah. Halleluja. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. You cannot say that in faith. Du kannst das nicht im Glauben sagen. Outside of a bath. Außerhalb einer Geburt. That experience. Dieses Erlebnis. A knowledge. Diese Erkenntnis, that you are part of God, dass du ein Teil Gottes bist, that you came from God, dass du von Gott kamst, and you're going back to God, und du gehst zurück zu you Gott. Just can't say that intellectually. Du kannst das nicht intellektuell nehmen. Because Satan, denn Satan will challenge that, wird das herausfordern. And that is why, und das ist warum, as you sit here this morning, wie du hier heute Morgen sitzt, in your heart, in deinem Herzen, there is a desire, dass dein Verlangen, a revelation tells you, und aber Offenbarung sagt dir, I am a son of God, ich bin ein Sohn Gottes, that was placed in a German skin, welches in eine deutsche Haut platziert wurde. I am not German, aber ich bin nicht deutsch. I picked up a German skin, ich habe eine deutsche Haut angenommen. I am not German, aber ich bin nicht deutsch. I'm not an African, ich bin kein Afrikaner. I just carry it on my African skin, ich habe nur eine afrikanische Haut. My real skin, meine wahre Haut, is the word of God, ist das Wort Gottes. My real skin, meine wahre Haut, is the Logos, ist der Logos. Because I was in the Logos, denn ich war im Logos. I was in God, ich war in Gott. But I came here, aber ich kam hierhin, to be tested, um getestet zu to werden, be tried, um geprüft zu so werden. God placed me down in Africa, so Gott hat mich unten in Afrika platziert, placed on me a dark skin, und hat mich in dunkle Haut and gebracht. You call this skin an African skin. Und wir nennen das eine afrikanische Haut. Man on the inside, aber der echte Mann auf der Innenseite is not an African, ist kein Afrikaner. I came from God. Ich kam von Gott. I'm going back to ich God gehe again. Zurück zu Gott. Halleluja. Halleluja. That is your true identity. Das ist deine wahre Identität. That is really who you are. Das ist wer du wirklich bist. And when you speak like that, und wenn du so sprichst, by revelation, durch Offenbarung, then your Father in heaven, dann dein Vater im Himmel, will drop down, wird herabkommen, to give a witness, um ein Zeugnis abzulegen, dass tatsächlich, you are his son, du bist sein Sohn. You know this way, denn du kennst then your Father in heaven, dann weißt du, dein Vater im Himmel drop down the Holy Spirit, wird den Heiligen Geist behold my beloved son, dir Zeugnis abzulegen, in whom I'm well pleased to dwell in, siehe mein geliebter Sohn, oh, an dem ich wohlgefallen habe zu wohnen. That become the foundation, das wird das Fundament, and that's the first witness, ein weiterer Zeuge,
that God must give of you. Ein Zeugnis, wovon Gott dir ablegen muss. It is good when God uses you to do signs and wonders and miracles. Nun, es ist gut. Es ist gut, wenn Gott dich benutzt für Zeichen und Wunder zu tun. That's a great witness. Das ist ein großes Zeugnis. But the greatest witness. Aber der größte Zeuge. Is when God lets you know who you are. Ist, wenn Gott dich wissen lässt, wer du bist. Is when God lets you know you are His. Wenn Gott dich wissen lässt, dass du sein bist. There is no witness greater. Da ist kein größerer Zeuge. Than that witness. Als dieser Zeuge. When you know who you are. Wenn du weißt, wer du bist. That I am a son of God. Dass ich ein Sohn Gottes that bin. That I came from God. Dass ich von Gott komme. When you know that. Wenn du das weißt. In that revelation is power. Da, die, power to live. Da ist Kraft in der Offenbarung. To Kraft live zu leben. For God. Kraft für Gott zu leben. As you spend time in this body called time, während du in diesem Leib Zeit verbringst. God gave you this body, Gott gab dir diesen Leib. Brother Matthias Krüger, oder Matthias Krüger. Your real you is inside. Aber dein wahres Ich ist innen drin. This body, aber dieser Leib is called time, wird Zeit genannt. Is to prove, und ist zu beweisen. To test you, um dich zu testen. So you can show in Germany, so damit du in Deutschland zeigen kannst, who lives inside this flesh. Wer in diesem Fleisch lebt. Glory to God, hallelujah. Preis sei Gott, hallelujah. Oh, praise God, amen. Preis sei Gott, amen. So God chose himself a witness, nimmt sich ein Zeuge, and that witness, und dieses Zeuge, was himself. War er selbst. So he replicated himself, so er hat sich selbst dupliziert, and became an image, und wurde ein Bildnis. That image, dieses Bild, became the seed of his word, wurde das der Same seines Wortes. Ramsey, when God made his man in his image, Bruder Brand sagt, als Gott den Menschen in seinem Bilde machte, was a seed of his word, war es ein Same seines Wortes. That's the original seed, das ist der originale Same, the Holy Spirit, der Heilige Geist. So it's good to have a confession. So ist es gut, ein Bekenntnis zu haben. It's good to have a revelation. Es ist gut, eine Offenbarung zu haben. But when the Holy Ghost baptizes you, aber wenn der Heilige Geist dich tauft, you receive the real seed. Bekommst du den wahren Samen. Until that time, bis dahin, you only have a word seed. Hast du nur ein Wortsame. A word seed is wonderful. Ein Wortsame ist wunderbar. A word seed is great. Ein Wortsame ist großartig. Because in your soul, denn in deiner Seele, is a seed. Da ist ein Same of the word. Des Wortes. But it's not real to you yet. Aber es ist dir noch nicht lebendig gemacht. So all the things you hear, they are all mentally intellectualized. So alle Dinge, die du dann hörst, sind alle mental oder intellektuell. They are not real. Sie sind nicht wirklich echt. But in your heart, aber in deinem Herzen, there is a seed there. Da ist ein Same drin. That's a real gift. Welches eine wahre Gabe. And God bless you there by predestination. Gott hat es durch Vorherbestimmung dort platziert. And with that seed, und mit diesem Samen, you can believe, kannst du glauben, the impossibilities, die Unmöglichkeiten. Just like Mary, so wie Maria, she didn't have the Holy Ghost, sie hatte den Heiligen Geist, but she has a belief, aber sie hatte einen Glauben. It was called Mary's belief, es wurde genannt Marias Glauben, a unique belief, ein besonderer Glaube, because she was given a promise, denn es wurde ihr eine Verheißung gegeben, that was impossible, die aber unmöglich war, that a virgin can conceive, dass eine Jungfrau ein Kind bekommen würde, and bring forth the son, und den Sohn hervorbringen würde. It has never happened at all. Aber das war noch nie passiert. But God spoke it. Aber Gott sprach es. God said it. Gott sagte es. And God was looking for someone to believe it. Und God was looking for someone to believe it. Und Gott brauchte jemanden, der es glaubte. And after 700 years, nach 700 Jahren, they found a lady called Mary, fanden sie eine Lady genannt Maria, with a belief, mit einem Glauben, that can take the impossibility, welches diese Unmöglichkeit handeln konnte. Spoke, der Engel sprach, and Mary said, und Maria sagte, with my human intellect, mit meinem menschlichen Intellekt, this sounds impossible, das hört sich unmöglich an. But how shall these things be? Aber wie soll das gehen? How is it possible? Wie wird das möglich sein? Und der Engel sagte, the Holy Spirit, der Heilige Geist, the Holy Ghost, der Heilige Geist, shall come upon you, wird auf dich kommen, it will help you out, und er wird dir helfen. But the scripture says she believed. Und dann sagt die Schrift, sie glaubte das. How did she do that? Wie tat sie das? By predestination, durch Vorherbestimmung, there was a seed, war ein Same placed in her soul, in der Seele platziert, to believe the impossible, um das Unmögliche glory zu glauben. God, hallelujah. Hallelujah. I mean, she believed it. Sie glaubte es. The Holy Ghost came and manifested it. Und dann kam der Heilige Geist und manifestierte so for this es. Age, God gave us promises. So deshalb, Gott hat uns Verheißungen gegeben, that sounds so impossible, die so unmöglich sich anhören. Promises, Verheißungen of a new body, eines neuen Leibes. Promises, Verheißungen of perfection, von Vollkommenheit. But in your mind, in deiner Gesinnung, you are thinking, denkst du, how can I be perfect? Wie kann ich vollkommen sein? But God said so. Aber Gott sagte es so. All down through the ages, denn durch die ganzen Zeitalter, all the believers, all die Gläubigen,
of all the ages. Von allen Zeitaltern. They're all waiting on you. Sie warten alle auf dich. To come to perfection. Dass du zur Vollkommenheit kommst. They without us are Denn not sie made perfect. Ohne uns sind nicht vollkommen gemacht. What a commission. Was für ein Auftrag. What a burden. Was für eine Last. That they're all waiting on you this morning. Dass sie alle auf dich heute Morgen warten. To come to perfection. Dass du zur Vollkommenheit kommst. To come to a place. Dass du zu einer Stätte kommst. Where God can be veiled in you. Wo Gott in dich verhüllt sein kann. Where it is no more you. Wo es nicht mehr du bist. Where it is God himself at work in your life. Sondern Gott selbst, der in dir, in deinem Leben arbeitet. And God giving you, God provided you. Und Gott hat dir gegeben. Better promises. Bessere Verheißungen. To make this happen. Um das zustande zu what bringen. What a people we are. Was für ein Volk wir sind. What a church we should be. Was für eine Gemeinde wir sein. We should be so thankful to God. Wir sollten so dankbar sein. That God foresaw you. Dass Gott dich vorhergesehen hat. He foresaw me. Er hat mich vorhergesehen, on the resurrection. Um die Auferstehung hervorzubringen. Halleluja, praise Halleluja. God, amen. Gott, amen. Halleluja. Halleluja. Makes me so happy. Macht mich so glücklich. I'm thankful to God. Und ich bin Gott dankbar. In worship. In Anbetung. That God elected you. Dass Gott dich erwählt hat. That God chose you. Dass Gott dich erwählt praise hat. God, hallelujah. Preis sei Gott, Halleluja. To manifest his glory. Um seine Herrlichkeit zu manifestieren in dieser Endzeit. Look at that. Schaut darauf. All the saints of all. All die Heiligen. They're all waiting on you and me. Die gegangen sind. Sie warten even alle auf nature dich. Itself. Sogar die Natur Bible selbst. Says it's groaning. Die Bibel sagt. Nature is groaning. Sehnt sich danach. They're all waiting. Sie warten. For the manifestation. Für die Manifestation. Of the sons of God. Der Söhne Gottes. And here we are this morning. Und hier sind wir heute by Morgen faith, durch Glauben. God elected you Gott hat dich erwählt, um diese Natur zu erlösen. For the resurrection. Amen. Und die Auferstehung hervorzubringen. Gott wartet auf dich. Irenaeus is waiting on you. Irenaeus wartet even auf dich. So Columba. All these saints of all diese Heiligen. These mighty reformers. Und die mächtigen Reformer. On you. Sie alle warten auf dich. Oh, somebody should say amen to Jemand this. Sage Amen dazu. Oh, Halleluja. Halleluja. Glory to God. Halleluja. Halleluja. So every age, so jedes Zeitalter. God makes sure I won't stay long. Sorry. I won't stay long. Ich werde nicht lange sein. So every age, so jedes Zeitalter. God gives a message. Gibt Gott eine Botschaft. And that message, und diese Botschaft, brings a life. Bringt ein Leben hervor. That you must witness about. Welches ein Zeugnis ablegen muss darüber. So you can't even accept this call to be a witness. So du kannst diesen Ruf, ein Zeuge zu sein, nicht einmal annehmen. Until you first of all know. Es sei denn. Until you first of all know. You must first of all know. Du musst erst wissen, what you are called to witness. Was du gerufen bist zu bezeugen. This age, dieses Zeitalter, the past ages, und die vergangenen Zeitalter. God raised Luther. Gott erhob Luther, to be a witness, um ein Zeuge zu sein, of justification, von Rechtfertigung. So justification made manifest. So Rechtfertigung wurde manifestiert. Was the evidence? Das war der Beweis. Was proof? Das war der Beweis dann. That God can justify me. Dass Gott Menschen so for that age, rechtfertigen kann. So dieses Zeitalter promise of the word, hatte eine Verheißung des Wortes of gegeben, justification, von Rechtfertigung. And the people come along. Und die Menschen, die da kamen, the bride for that age, die Braut dieses Zeitalters, they believed that word, sie glaubten dieses Wort. And in their season, und in ihrer Zeit, the Holy Spirit came around, kam der Heilige Geist, manifested that word to them, und manifestierte das Wort durch sie. They became witness for that age. Und sie wurden Zeugen für dieses Zeitalter. But the witness, aber der Zeuge, was a message, der Zeuge war eine Botschaft, that was alive in their being, die lebendig war in ihren Wesen. So Luther died. So Luther starb. As a true witness, als ein wahrer Zeuge of justification, von Rechtfertigung. The age moved on, und das Zeitalter ging weiter. And God raised Wesley, und Gott erhob dann Wesley, to be a witness, um ein Zeuge zu sein, of sanctification, von Heiligung. And the all into the message, und durch die ganze Botschaft hindurch, it was revealed to them, wurde es ihnen geoffenbart. They believed it, sie glaubten es. And in season, und in der richtigen the Holy Zeit, Spirit came around, kam der Heilige Geist, took that message, nahm die Botschaft of sanctification, der Heiligung, lived it out in them, und lebte es in ihnen aus. Became a witness. So wurden sie Zeugen. In the Pentecostal age, und im Pfingstzeitalter, God wanted to see a witness, Gott wollte Zeugen haben, of the gift being restored, von den Gaben, dass sie wiedererstattet so werden. What you see go on in Pentecost, so was du in Pfingsten siehst, signs, wonders, miracles, Zeichen, Wunder, is just a witness, ist nur ein Zeuge. God giving witness, Gott gab Zeugnis, that indeed, dass tatsächlich the gift of the miraculous, dass da übernatürliche Gaben sind in, the body. In dem Leibe. What about our age? Was dann mit unserem Zeitalter? We are not in the Pentecostal age. Wir sind nicht in einem Pfingstzeitalter. We've gone out of there. Wir sind daraus herausgekommen by a message. Durch eine Botschaft. So where are we now? So, where are we now? Wo sind wir jetzt? We are not in the Pentecostal age. Wir sind nicht in einem Pfingstzeitalter. We are in the bride age. Wir sind in einem Brautzeitalter. In this bride age, in diesem Brautzeitalter. Hallelujah, glory! Hallelujah, glory to God, amen!
This age, dieses Zeitalter, is the age of perfection. Ist das Zeitalter der Vollkommenheit. Bruder Branham sagte, all those ages, all diese Zeitalter, justification, Rechtfertigung, was only making a way for sanctification. Machte einen Weg für Heiligung. So it was just a way. So es war nur ein Weg, to bring the church to the real thing. Um die Gemeinde zur wahren Sache zu because bringen. God was trying to breed us back to the original denn seed. Gott wollte uns zurückbringen zum Originalsamen. That seed, dieser Same, that can only be reborn, der nur wieder geboren werden kann, by spoken word. Durch gesprochenes Wort. So it's justification, so es sandte, Rechtfertigung, made a way for sanctification. Und das macht einen Weg für Heiligung. And sanctification, und Heiligung, made a way for the baptism of the Holy Ghost. Machte einen Weg für die Taufe des Heiligen Geistes. Baptism of the Holy Ghost. Und die Taufe des Heiligen Geistes. Made a way for the Holy Ghost itself. Machte einen Weg für den Heiligen Geist selbst. To come right down in perfection. Um direkt in Vollkommenheit hineinzukommen. Back to the Word again. Zurück zum Worte. To manifest itself. Um sich selbst zu manifestieren. So the Holy Ghost. So der Heilige Geist. Itself. Selbst. Must go back to the Word of God again. Muss zurückgehen zum Wort Gottes noch to manifest itself. Um sich selbst zu manifestieren. That is Word and Spirit together. Das ist Wort und Geist zusammen. That means the Holy Spirit itself. Das ist der Heilige Geist selbst. Can only manifest itself. Er kann sich nur manifestieren. When it comes back to the Word again. Wenn es zurückkommt zum Wort wieder. Because the Holy Ghost walks through the Word. Denn der Heilige Geist arbeitet durch das the Wort. The Word is the promise of God. Das Wort ist das Verheißung the Holy Gottes. Ghost can't walk outside of the Word of God. Und der Heilige Geist kann außerhalb des Wortes Gottes nicht wirken. The word. Es kann nur das Wort anerkennen. It can only stay with the word. Es kann nur mit dem Wort verbleiben. It can only manifest the word. Es kann nur das Wort manifestieren. Und wir danken Gott, the word is in the bride. Dass das Wort in der Braut it's already ist. In you. Ist schon in dir. This word, dieses Wort in, the prophet, in dem Vollkommenen, that was captured in books and tapes, welches in Büchern und Tumbern festgehalten wurde, years, seit über 50 Jahren, has found its way, hat jetzt seinen Weg gefunden in a remnant. In einen Überrest, in, a people, in einem Volk, that have refused to bow down to Baal, welche ihre Füße nicht gebeugt oder Knie so nicht gebeugt haben. So, wir sind jetzt bereit. The word, das Wort, the message, die Botschaft, perfection, Vollkommenheit, is not in a people, ist jetzt in einem Volk. And that's you. Und das seid ihr. That's me. Das bin ich. We are here this morning. Wir sind hier heute Morgen. That means now God has something. Das bedeutet, Gott muss jetzt etwas the Holy haben. Ghost itself now has something. Nun, der Heilige Geist selbst hat etwas, that it can walk through. Wodurch es arbeiten kann. Because the Holy Spirit, denn der Heilige Geist, can't walk through your flesh. Der Heilige Geist kann nicht durch dein Fleisch wirken. The Holy Spirit, der Heilige Geist, can't walk through your mind. Kann nicht durch deine Gesinnung wirken. Oh. Spirit, der Heilige Geist itself, selbst can only walk, kann nur wirken through the word, durch das Wort. So it takes the word, so es nimmt das Wort, to reveal the Spirit, um den Geist zu offenbaren. So to be a real witness of God, so um ein echter Zeugnis Gottes zu sein, have the word in you, musst du das Wort in dir haben. Because when the season comes, denn wenn die Zeit kommt, like this season, das ist diese Zeit, time of life, Zeit des Lebens. Elohim comes there. Elohim kommt heran. To look back for his word. Um nach seinem Wort Austausch because zu halten. He can only reveal himself, denn er kann sich nur offenbaren. In his own word. In seinem eigenen Wort. Not something else. Nichts anderes. Christ is revealed in his own word. Christus ist geoffenbart in Christ seinem eigenen is revealed Wort. In his Christus own word. Ist geoffenbart in seinem eigenen Wort. God, und wir danken Gott, that his own word is dass in sein you. Eigenes Wort in now dir ist. Sees it. In dieser Zeit, the Holy Spirit, der Heilige Geist, Elohim will drop down, wird herabkommen in, meetings, in diesen Versammlungen and search your hearts, und search your und hearts, deine Herzen untersuchen. And as he searches your heart, und wie er dein Herz untersucht, if he finds that word in there, wenn er dieses Wort da drin findet, he comes in there, dann kommt er hinein and reveal himself, und offenbart sich through that word in you, durch das Wort in dir. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. I'm excited this morning. Ich bin aufgeregt heute Morgen. By the grace of God, die Gnade Gottes. We found the word. Wir haben das Wort and gefunden. The word is in our hearts. Und das Wort ist in meinem Herzen. Let the fire fall. Lass das Feuer fallen. Let charity fall. Lass göttliche Liebe let fallen. Let the Holy Ghost fall. Lass Heiligen Geist fallen. Praise God, hallelujah. He can only reveal himself in his own word. Er kann sich nur offenbaren in seinem eigenen Wort. Praise the name of the Lord. So what is the word for this age? So was ist das Wort für dieses Zeitalter? Because every age, denn jedes Zeitalter, when God gives a promise of His word, wenn Gott eine Verheißung seines Wortes gibt, it is one original word. Es ist ein originales Wort. That is your original seed. Welches originale Same ist? The Holy Spirit. Der Heilige Geist. God Himself. Gott selbst. Hallelujah. God became the seed of His own word. Gott wurde der Same seines eigenen Wortes. Let me say it again. Lass mich das nochmal sagen. God became the seed of His own word. Gott wurde der Same seines eigenen Wortes. That is perfection.
Das ist Vollkommenheit. And we are made part of that seed. Und wir sind Teilhaber dieses Samens. By predestination. Durch Vorherbestimmung. You see plenty trees around today, mango trees. Ihr seht viele Bäume. Coconut trees. Kokosbäume. All those trees. All diese Bäume. We are all part of a seed. Waren alle Teil eines Samens. That was in Genesis. Der in 1. Mose war. Let every seed. Lass jeden Samen. So all the trees you see today. So alle Bäume, die wir heute sehen. By predestination. Durch Vorherbestimmung. They were all made a part of a seed. Sie sind alle ein Teil eines Samens gemacht. That was in the beginning. Welcher am Anfang schon war. So God left himself also a seed. So Gott hat sich selbst ein Same gelassen. A seed of his word. Ein Same seines Wortes. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. And by revelation. Und durch Offenbarung. Predestination. Und durch Vorherbestimmung. He made us part of that seed. Hat er uns einen Teil dieses Samens Because gemacht. Out of that seed. Denn aus diesem Samen heraus. He present himself a bride. Wird er sich eine Braut präsentieren. So there's a little group. So da ist eine kleine Gruppe. From the true seed of the word. Von dem wahren Samen seines Wortes. So this group. So diese Gruppe. It's not some church group. Ist nicht irgendeine Gemeindegruppe. This group. Diese Gruppe is not some association, ist keine Vereinigung, but this bride group, sondern diese Brautgruppe, will come out a little seed, daraus wird herauskommen ein kleiner Same of the word, des Wortes. So we must know that word, so wir müssen das Wort kennen, because from that seed, denn von diesem Samen, a super race, kommt eine Superrasse, a royal seed, ein königlicher Same, will come forth, er wird hervorkommen, and all those members of that super race. Und all die von dieser Superrasse, they become the Messiah for their age. Sie werden zusammen der Messias fürs Zeitalter. That means for this age, aber für dieses Zeitalter, you are Messiahs. Ihr seid Messiasse of the world. Des Wortes. You come by predestination, und du wirst vorherbestimmt. You are part of that royal seed. Durch Vorherbestimmung bist du Teil des königlichen Samens, der Heilige Geist. And that's why, und das ist warum. You must receive the Holy Ghost. Du musst den Heiligen Geist empfangen. Because by one spirit, denn durch einen Geist, by one baptism, durch eine Taufe, are we part of that seed. Sind wir Teil dieses Samens. And that seed, und dieser Same is Jesus Christ. Ist Jesus Christus. Hallelujah, praise God. By one spirit, durch einen Geist, we are all part of the word. Sind wir Teil des Wortes. Not intellectually, nicht intellektuell, though that is fine, auch wenn das fein ist, but by one spirit, aber durch einen Geist, one Holy Spirit, einen Heiligen Geist, an experience of God, ein Erlebnis makes mit Gott, you a part of that seed. Das macht dich zu einem Teil des and Samens. If you are part of that seed, und wenn du Teil dieses Samens then you bist, have eternal life. Dann hast du ewiges Leben. You cannot die. Du kannst nicht sterben, because you did not begin. Denn du hast nie angefangen. You are now a member, du bist jetzt ein Teil of this royal race, von dieser königlichen this Rasse, super race, dieser Superrasse, and this season, und in dieser Zeit, this super diese Superrasse will come forth, wird hervorkommen in Manifestation, in Manifestation of power, von Kraft. Oh, Halleluja. Glory. Halleluja. That means for this age, aber vor diesem Zeitalter, the Holy Ghost itself, der Heilige Geist selbst, brings us back to the word. Auch für dieses Zeitalter bringt the Holy Ghost itself, zurück zum Wort. We are back to the original seed. Durch den Heiligen Geist selbst sind wir zurück zum Originalsamen. And that Holy Ghost itself, und dieser Heilige Geist selbst, is the Father himself. Ist der Vater selbst. So when Jesus said, so als Jesus sagte, I will send you the promise of my Father. Ich werde euch die Verheißung meines Vaters senden. He wasn't referring to a lesser spirit. A lesser spirit. Sorry, he was referring to God himself. Oh, er bezog sich auf Gott selbst. But tarry in Jerusalem. Aber er sagte, bleibt in Jerusalem, or do you be endued with power from on high? Bis ihr mit Kraft aus der Höhe angetan werdet. So, the power of Act 1:8, so die Kraft von Apostelgeschichte 1:8 was not just an anointing. War nicht nur eine Salbung. Act 1:8 power, Apostelgeschichte 1:8 Kraft was the promise of the Father, war die Verheißung des Vaters. God himself, Gott selbst. Elohim. The pillar of fire, die Feuersäule. Dropping down, kam herab, the Son of Man, der Sohn des Menschen, and divide up himself, und hat sich selbst aufgeteilt, into licks of fire, mit diesen Zungenfeuern, and sat upon them, und hat sich auf sie gesetzt. That's power. Da ist Kraft. So what you call power, so was Kraft gibt, is not just an act, ist nicht nur ein Akt. Power, Kraft, is a being, ist ein Wesen. Power, Kraft, is God at work in you, ist Gott in dir wirkend. That's power. Das ist Kraft. Power for this day, Kraft für diesen Tag, is to indwell, ist, um da drin zu wohnen. Elohim. Gott Elohim in dir. Like Malachi 4. Wie Malachi 4. Bruder Branham. He was God veiled. Er war Gott verhüllt. Because it can't unveil. Denn es kann sich nicht enthüllen. What it did not veil.
was er nicht vorher verhüllt hat. So, if he could call us, so wenn er uns rufen konnte, to the mighty God unveiled, zu dem mächtigen Gottes enthüllt, he could not have unveiled that God, er konnte den Gott nicht enthüllen, except that God was veiled in him. Es sei denn, dass Gott in ihm verhüllt war. And that is your promise. Und das ist deine Verheißung. And God raised him up, und Gott hat ihn auferweckt, as a wave sheaf, als eine Webegabe, to let you know, um euch wissen zu lassen, that is what you're coming onto. Das ist, wo ihr hinkommt. And God give you faith, und Gott gab dir Glauben, to believe that, um das zu glauben, that somebody here, dass jemand hier, God must find somebody somewhere, Gott muss irgendwo jemanden finden, maybe down in Africa, vielleicht unten in Afrika, maybe down here in Europe, vielleicht hier in Europa, but he will find somebody, aber er wird jemanden finden, maybe down South Africa, vielleicht unten in Südafrika, somewhere in America, vielleicht irgendwo in Amerika. I don't care all the sodomy, ich kümmere mich nicht, and all the sin, all die Sünde und Sodom and all the filth und all der Schmutz of this evil age, von diesem bösen Zeitalter. But God will find somebody, aber Gott wird jemanden finden, somewhere, irgendwo, in this age of Gomorrah, in diesem Zeitalter in von this Gomorrah, age of Sodom, in diesem Zeitalter this von is Sodom. An evil age. Es ist ein böses Zeitalter. Praise be to God. Aber preis sei Gott. He will find somebody somewhere, er wird jemanden irgendwo finden, that can veil that God, der diesen Gott verhüllt kann, that God again, und diesen Gott wieder enthüllen kann. Für ein letztes Zeugnis. Für ein letzten Zeugnis. Before the rapture. Vor der Entrückung. Thank God today. Ich danke Gott heute. We are called to become witnesses. Wir sind gerufen, Zeugen zu sein. In unserer Generation. Somebody somewhere. Jemand irgendwo. A church somewhere. In der Gemeinde irgendwo. Reveal this mighty God. Wird diesen mächtigen Gott verhüllen. Do you believe that this morning? Glaubt ihr das heute Morgen? Then shout amen. Und schaut amen. God will find somebody somewhere. Gott wird irgendwo jemanden finden. I don't care. Ich kümmere mich nicht. The filth, I don't care. Den ganzen Schmutz. Who backslides. Kümmert mich nicht, wer zurückfällt. But God will stay with his word. Aber Gott wird mit seinem Wort bleiben. He will find somebody somewhere. Er wird jemanden irgendwo finden. Reveal this mighty God. Der diesen mächtigen Gott verhüllen kann und dasselbe wieder offenbaren kann durch für ein Zeugnis. Halleluja. He will surely do that. Er wird sicherlich das tun. He raised up one man. Er hat einen Menschen auferweckt. In an age. Oder aufge. To preach the rapture. In dem Zeitalter weckt, um die Entrückung zu predigen. In the most unholy place. In den schlechtesten Platz, unheimlich. In the most sinful place. In der sündhaftesten Stadt. In the most filthy place. In dem schlimmsten Stadt. He raised up one man. Er hat einen Menschen dort erweckt. Semi-literate. Half-literate. Halb konnte nicht einmal gut schreiben. Not much educated. Nicht gut gebildet. Had nothing. Hatte nichts. But God found him. Aber Gott fand ihn. By predestination. Durch Vorherbestimmung. To manifest himself in him. Um sich selbst in ihn zu manifestieren. So, Branham's Doppel Ministry, so Bruder Branhams dritter Zugdienst, when he came to the third pool, als er zum dritten Zug kam, he wasn't manifesting God in portions. Er hat Gott nicht in Portionen manifestiert. He veiled the mighty God. Er hat den mächtigen Gott verhüllt. That's your promise. Das ist deine Verheißung. So, for this age, so für dieses Zeitalter, what are you witnessing about? Wovon legst du Zeugnis ab? So, aber called to be witnesses, wir sind gerufen, Zeugen zu sein. Is to witness his person. Ist, um seine Person zu bezeugen. This is the last age. Denn dies ist das letzte Zeitalter. There's no other age after this age. Da kommt keins mehr nach diesem Zeitalter. This age, dieses Zeitalter will reproduce again, wird wieder hervorbringen the Son of Man, den Sohn des Menschen, like it was in Brother Branham. Wie es im Bruder Branham war. And so God has to get people, so Gott muss Menschen haben, that can believe that, die das glauben können. Because it sounds so impossible. Weil es sich so unmöglich anhört. You mean God can reveal himself in me? Du denkst, oh, Gott kann sich in mir verhüllen? I'm so filthy. Ich bin so schmutzig. I make plenty mistakes. Ich mache viele Fehler. I have no good reputation. Ich habe kein gutes Zeugnis. But God gave a promise. Aber Gott hat eine Verheißung gegeben. And his promise word, und sein verheißenes Wort, can't get on to God void. Kann nicht. He will always find somebody, kann nicht verloren gehen. Er wird immer jemanden finden, that can believe it. Irgendwo, der es glauben Halleluja, kann. Praise Halleluja. God. It was almost impossible to believe, es war fast unmöglich zu glauben, that a virgin can conceive, dass eine Jungfrau hervorbringen würde. And bring forth a son. Ein Sohn. That promise, diese Verheißung, was so unpopular, war so unbeliebt. That promise, diese Verheißung, was too hard to believe, aber sie musste geglaubt werden. Because you can't find any place, denn du kannst keinen Platz finden, with any fact, mit Fakten, to validate, um zu bestätigen, it has happened before. Dass es schon vorher geschehen ist. But God found somebody a seed, aber Gott fand einen Samen, that can believe it,
ein Samen des Glaubens konnte. Even so, of this age, so in diesem Zeitalter, you must not the promise, du musst die Verheißung lieben. You must believe, du musst es glauben, that you are called, dass du gerufen bist, to witness, um zu bezeugen, of the person, die Person of Jesus Christ, von Jesus Christus. Not just some small shadow, nicht nur ein kleiner Schatten, but the person, sondern die Person of the Holy Ghost, des Heiligen Geistes, the Holy Ghost itself, den Heiligen Geist selbst. And we must live that witness here, und wir müssen dieses Zeugnis hier leben, for a testimony, für ein Zeugnis of perfection, von Vollkommenheit. So perfection, so Vollkommenheit is the Holy Ghost itself, ist der Heilige Geist selbst, walking through the word, welcher wirkt durch das that's Wort, already in your inside, welcher schon in deiner Inside that's your calling for the season, das ist dein Ruf für diese Zeit, so to be a true witness for this age, so mein echter Zeuge für diese Zeit, to live sein, a real testimony for this age, um ein echtes Zeugnis für diese what's Zeit zu leben. Was ist dein Zeugnis? Perfection, Vollkommenheit, because God said, denn Gott sagte, be ye perfect, seid daher vollkommen. And if God said it, aber Gott es sagte, it means he has a way to accomplish that. Bedeutet es, er hat eine Weise, es hervorzubringen. And your standard for perfection, und du stehst auf Vollkommenheit. It's not your pastor. Es ist nicht dein Pastor. It's a be perfect. Er sagte, seid daher vollkommen. Even as your father in heaven, wie euer Vater im Himmel, is also perfect. Auch vollkommen ist. That means God is expecting you. So deshalb Gott erwartet von to dir, to perfection, zur Vollkommenheit zu kommen. That measures up, welches das entspricht to God himself, Gott selbst. And to achieve that, um das zu erreichen, he made a way, hat einen Weg gemacht, he bring us down to a ministry, und er hat uns einen Dienst gegeben, and that ministry, und dieser Dienst is himself, ist er selber, walking through man, durch Menschen wirken, because he knows no man can achieve that, denn er weiß, kein Mensch kann das erreichen. But God has a provided way, aber Gott hat einen vorherbestimmten Weg. And a provided way, und der vorherbestimmte Weg five offices, sind fünf Dienste, that are predestinated, welche vorherbestimmt then sind. He comes down, so er kommt herab, and walks through those five offices, und er wirkt durch diese fünf Dienste, to bring you, um euch to the measure, zu dem Maß zu bringen, of the fullness, der Fülle, of the stature, der Statur, of Jesus Christ, von Jesus Christus. When you get there, wenn du dahin kommst, you're just like your father, dann bist du wie dein Vater. When you get there, wenn du da ankommst, you become like your father, dann wirst du wie dein Vater. What your father is, was dein Vater ist, you are, bist du. What your father can do, was dein Vater tun kann, you can do, kannst du auch tun. Then you are now ready, dann seid ihr bereit, to be a true witness, um ein wahrer Zeuge with zu sein, a testimony, mit einem Zeugnis for our generation, für unsere Generation. And that when you are gone, und wenn du gegangen bist, your testimony, das Zeugnis, your works and your greater works, deine Werke und die größeren Werke, will be the witness, werden das Zeuge sein, that indeed, dass tatsächlich we cross the path of a prophet, wir den Pfad eines Propheten gekreuzt haben. Halleluja, glory! Halleluja! Glory! Glory to God, halleluja! So now we are here, I'm closing down now. So jetzt sind wir hier, ich schließe jetzt. So these meetings, so diese Versammlungen, are set and positioned, sind positionell platziert, to give you a start, um einen Anfang euch zu geben, in this work, in diesem Werk, because we have come to the end time, weil wir zur Endzeit gekommen sind. It was great that you have a revelation, es war eine große Offenbarung, of the seven thunders, der sieben Donner. Wonderful. Wunderbar. That was glorious. Das war herrlich. That God gave you faith, dass Gott euch Glauben gegeben hat, to believe, zu glauben, in a prophet, an einem Propheten. And God gave you faith, und Gott gab euch Glauben, to believe in the message, eine Botschaft zu glauben, of that prophet, des Propheten. The message, die Botschaft, of perfection, von Vollkommenheit. That's your message. Das ist eure Botschaft. Because if nobody comes to perfection, denn wenn niemand zur Vollkommenheit kommt, in the face of all these promises, im Angesicht all dieser Verheißungen, der Bruder Branham, dann Bruder Branham, was a false witness, würde er ein falscher Zeuge sein. He was a false prophet. Dann würde er ein falscher Prophet sein. He brought a message, aber er brachte eine Botschaft, that would produce a church, das eine Gemeinde hervorbringen würde, where God can walk in the fullness, wo Gott in Fülle wandeln kann. Give me a church, gib mir eine Gemeinde, full of the Holy Ghost, voll des Heiligen Geistes. I will show a Messiah on the earth. Ich werde einen Messias zeigen auf der Erde. So, by prophecy and promise, so durch Prophetie und Verheißung, if I saw a church, wenn er eine Gemeinde sah, that shall be full of the Holy Ghost, die voll des Heiligen Geistes sein würde. Ramsey, if you see that church, er sagt, wenn du diese Gemeinde siehst, when you see that church, wenn du diese Gemeinde siehst, he says, I will show you a Messiah on the earth. Er sagt dir, dann werde ich dir einen Messias zeigen auf der Erde. Somebody in here this morning, irgendjemand hier drin heute Morgen, has to believe that, muss das glauben. So these meetings, so in diesen Versammlungen, can give you a start, kann dir einen Anfang geben. Those with a mental revelation, die mit einer mentalen Offenbarung, but no experience, aber noch keine Erlebnis haben, in your heart, in deinem Herzen, and the only first way you can witness of this message, die einzige Weise, wie du Zeuge sein kannst dieser Botschaft, is by experience, ist durch ein Erlebnis.
I know sometimes young people. Ich weiß manchmal junge Leute. You think nothing is working for you. Ihr denkt, nichts geht für euch. But that's not true. Das stimmt aber nicht. Because things are working. Denn Dinge wirken. God is changing people. Gott verändert Menschen. God is blessing people. Gott segnet Menschen. There is a reality in the hearts of some people. Da ist eine Realität in den Herzen von einigen Leuten. What you need, was du brauchst, is an experience, ist ein Erlebnis of the Holy Ghost, des Heiligen Geistes. Because this message, denn diese Botschaft, belongs to the Holy Ghost, gehört dem Heiligen Geist. So it takes the Holy Ghost, es benötigt den Heiligen to Geist, give witness in your hearts, um dir ein Zeugnis im Herzen zu of this geben, message, von dieser Botschaft. Outside that, außerhalb you davon can only believe it intellectually. Kannst du es nur intellektuell glauben. In your heart is not real. In deinem Herzen ist es noch nicht echt. When the Holy Ghost has come, aber wenn der Heilige Geist gekommen ist, it turns your mental faith, es verändert deinen mentalen Glauben into spiritual faith. In einen geistigen Glauben. That means the word, das bedeutet, das Wort becomes real, wird echt. In your heart. In deinem Herzen. You begin to live. Du fängst an. In the reality of the Word of God. Zu leben in der Realität des lebendigen Gottes. No manifestation yet. Noch keine Manifestation. I'm not saying that. Ich sag das nicht. But the reality. Aber die Realität. A sense of consciousness. Ein Sinn von ein Bewusstsein, das in deinem Herzen ist. That makes you know that you know that you know. Das dich macht, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt. That this word is true. Dass dieses Wort die Wahrheit ist. You can give your life for it. Du kannst dein Leben dafür geben. You can be a witness of it in your college. Du kannst ein Zeugnis davon sein in deiner University. In deiner Schule oder Universität. With no sense of embarrassment. Mit keinem, wo du dich nicht dran stößt, was with andere no sagen. Sense of complex. Wo du keinen Komplex entwickelst. Because in your heart, denn in deinem Herzen, it is a reality. Ist es eine Realität. You know in your heart, du weißt in deinem Herzen, that it is real. Dass es echt ist. Praise the name of the Lord. Preist den Namen des Herrn. You begin to walk. Du fängst an zu wandeln. In the reality, in der Realität of the Word of God. Des Wortes Gottes. And now you are ready. Und jetzt bist du bereit. For a manifestation. Für eine Manifestation. For proof. Für einen Beweis. Because the first proof God wants to have. Denn der erste Beweis, den Gott haben möchte, is you. Bist du. He can't do anything. Er kann nichts tun. If he can't find a man, wenn er keinen Menschen finden kann, in whose heart the word is real. In dessen Herzen das Wort echt ist. So what the Holy Ghost does for your birth, so was der Heilige Geist tut für deine Geburt, is to bring all of us, das ist für uns alle, to this sense of reality. Uns alle zu bringen, diese Sinn von Realität. Then in there, und dann darin, you cannot be led, kannst du jetzt geführt sein, by the Holy Spirit, durch den Heiligen Geist, like Jesus, wie Jesus, he was a son, er war ein Sohn, by the word, durch das Wort. Angel Gabriel said, der Engel Gabriel sagte, you shall conceive in your womb, du wirst in deinem Leib empfangen. That holy thing that shall be born of thee shall be called the Son of God. Die heilige Sache, die in dir empfangen wurde, wird so Jesus Sohn Gottes genannt werden. His birth, his person, so Jesus Christus, seine Geburt, seine Person, came into being by an angel. Sorry. Came into being by an angel. Kam in Existenz durch einen Engel. But notwithstanding. Aber nicht. He still needed witness from heaven. Nun, er brauchte trotzdem ein Zeuge vom Himmel. As a confirmation to men. Als eine Bestätigung für Menschen, that he was indeed the Son of God. Dass er tatsächlich der Sohn Gottes war. So, in Jordan, as he was baptized, so im Jordan, als er getauft wurde, the heavens opened up. Haben sich die Himmel geöffnet. That was God giving witness of his son. Und das war Gott, der ein Zeugnis ablegte von seinem Sohn. And the witness said, und der Zeuge sagte, this is my beloved son. Dies ist mein geliebter Sohn. Because unto us a son is given. Denn uns ist ein Sohn gegeben. Sonship, it can't be born. But to us, a child is born. Zu uns ist ein Kind geboren. But to us, a son is given. Und uns ist ein Sohn gegeben worden. And the Holy Spirit of God, und der Heilige Geist Gottes, is a real, actual Son of God. Ist wahr als Sohn Gottes. That is why we must be born of Spirit. Und wir müssen geboren werden durch Geist. Because God doesn't give birth to flesh. Denn Gott gibt nicht Geburt dem Fleische. Because He is Spirit. Weil er Geist ist. So every son that comes from God is Spirit. So jeder Sohn, der von Gott kommt, ist Geist. So sons are given. So Söhne sind gegeben. Unto us a son is given. So uns ist ein Sohn gegeben worden. Unto us a child is born. Uns ist ein Kind geboren worden. So the body of Jesus was born.
So der Leib von Jesus wurde geboren. But his real sonship identification was given. Aber seine wahre Sohnschaft und Identifikation wurde gegeben. So in Matthäus 3 the spirit of sonship came down. Kam der Geist der Sohnschaft herab. God released it. Gott hat es freigesetzt. I'm trusting God that this morning, und ich vertraue darauf, dass Gott heute the Morgen of your sonship, dass der Geist deiner Sohnschaft shall be released, freigesetzt wird from heaven. Vom Himmel. Pastor John can't give it. Bruder, Pastor John kann es dir nicht geben. Only God can. Nur Gott kann es dir geben. And I assure you this morning, und ich versichere euch heute before Morgen, this meeting's end, bevor die Versammlung zu Ende sind, God will give you a witness, gib dein Zeugnis, that you are predestinated, dass du vorherbestimmt bist. He will send down the spirit of his son, und er wird den Geist seines Sohnes herabsenden into your hearts, in deine Herzen. Just like Paul said, so wie Paulus sagte, that because we are sons, weil wir Söhne sind, he will send down the spirit of his son, wird er den Geist seines Sohnes senden into our hearts, in unsere Herzen, and we shall cry, Abba, Father. Und wir werden aufschreien, Abba, Vater. So the spirit of sonship, so der Geist der Sohnschaft, the spirit of adoption, der Geist der Adoption, the spirit of power, der Geist der Kraft, will come upon you, wird auf dich kommen, to confirm indeed that you are sons, um dich zu bestätigen, dass du Sohn bist. A son can only be given. Denn ein Sohn kann nur gegeben werden. Can somebody say hallelujah? Amen. Can somebody say hallelujah? So therefore, this season, so in dieser Zeit, you are going to know whose son you are. Werden wir wissen, welches Sohn du bist. Say, whose son am I now? Welcher Sohn bin ich jetzt? I am not the son. Ich bin nicht der Sohn of Ella Branham. Von Ella Branham. I'm not the son. Ich bin nicht der Sohn of Charles Branham. Von Charles Branham. So whose son am I now? So wessen Sohn bin ich I'm jetzt? A son of God. Ich bin ein Sohn Gottes. By the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. So the Holy Ghost this season, so der Heilige Geist in will come upon you, wird auf dich kommen. Shall be born again. Und du wirst wiedergeboren sein. Oh, somebody say hallelujah. Jemand sage Amen. 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 Let me quickly wind down. Lass mich schnell hier beenden. Now God has three sets of sons. Nun Gott hat drei Arten Söhne. Adam oder drei Sätze was a created son. Nun, Adam war ein he was a son by creation. Geschöpfter Sohn. Er war ein Sohn durch Schöpfung. That was who he was. Das ist, was er war. God created Adam's spirit. Gott schuf Adams Geist. So Adam was not born. So Adam wurde nicht geboren, like we are born, wie wir geboren werden. He was born fully knowing that he was the son of God. Nun, er wurde geboren mit der vollen Bewusstsein oder Wissen, dass er ein Sohn Gottes ist. El Ela Elohim. Es war El Ela Elohim. Was his direct father. War sein direkter Vater. He was a descent from God. Er war ein Nachkomme Gottes. He didn't come here through a natural birth. Er kam hier nicht durch eine natürliche Geburt. Then Jesus came. Dann kam Jesus. As a begotten son. Als ein gezeugter Sohn. A direct son. Ein direkter Sohn. A son of God. Ein Sohn Gottes. He wasn't born in sins and trespasses. He was not born in sin. Er war nicht in Sünde und Vergehen gezeugt. But I and you, du und ich, we are predestinated. Wir sind vorherbestimmt. Unto the adoption. Zur Adoption. What does that mean? Was bedeutet das? Because we came here. Denn wir kamen hierhin. By our first birth. Durch unsere erste Geburt. Our first birth. Unsere erste Geburt. Let us know who our earthly parents are. Hat uns wissen lassen, wer unsere irdischen Eltern sind. And for all these years, die ganzen Jahre, your consciousness, dein Bewusstsein, your real earthly consciousness, dein wahres irdisches Bewusstsein, is about your parents, ist über deine Eltern, your region, deine Region, your color, deine Farbe, and that gave you a certain personality, a certain complex. Und das gibt dir eine bestimmte Persönlichkeit und einen persönlichen Komplex. Your first birth, deine erste Geburt, deprived you of knowing God as your real father. Hat dich benachteiligt, dass du deinen Gott nicht als deinen Vater erkanntest. Because your parents told you, denn deine Eltern sagten dir, that you are their son. Dass du ihr Sohn bist. But you are not their real son. Aber du warst nicht ihr wahrer Sohn. They are not your real parents. Sie sind nicht deine wahren Eltern. They are just your false parents. Sie sind deine falschen Eltern. So, to be a son of God, so mein Sohn Gottes zu sein, you must be adopted. Musst du adoptiert sein. And adoption, und Adoption is a process. Ist ein Prozess. But that's your predestination anyhow. Aber das ist sowieso deine Vorherbestimmung. So you understand why, so du verstehst warum, to be a real son of God, ein echter Sohn Gottes zu sein, you must be born again. Musst du wiedergeboren sein. Because your first birth did not make you that. Denn deine erste Geburt hat dich das nicht gemacht. So Jesus Christ came back, deshalb kam Jesus Christus zurück, except a man be born again, und sagte, sei denn ein Mensch wird wiedergeboren. What he was saying was,
Was er sagte, you can't really be a son of God in the real sense of a son of God. War, du kannst nicht wirklich ein Sohn Gottes sein, except you are born again. Es sei denn, du bist wiedergeboren. Because it takes a birth to make you a son. Denn es benötigt eine Geburt, dich zu einem Sohn zu machen. So Christ brought the new birth. So Christus brachte die neue Geburt. And to be born again. Und um wiedergeboren zu sein. Of God. Von Gott. God is Word and Spirit. Nun, Gott ist Wort und Geist. That's who He is. Das ist, was er ist. So except you are born again. So es sei denn, du bist wiedergeboren. By Word and by Spirit. Durch Wort und durch Geist. You can't be a son of God in real sense. Du kannst nicht wirklich ein Sohn Gottes sein. But that can only happen. Das kann nur geschehen. By adoption. Durch Adoption. So therefore. Daher. We are not born like Adam was born. Wir werden nicht geboren, wie Adam geboren wurde. From Creator Spirit. Vom Schöpfergeist. Straight down to flesh. Direkt in Fleisch. Or Jesus. Oder Jesus. The Holy Ghost. Der Heilige Geist. Created a cell. Er erschöpfte diese Zelle. And formed the body. Und formte den Leib. And he was born. Und er wurde geboren. He was called a begotten son. Er wurde genannt ein gezeugter Sohn. We are adopted sons. Nun, wir sind aber adoptierte Söhne. We can only be through adoption. Wir können nur durch Adoption hineinkommen. And the adoption begins. Und die Adoption fängt an. It really begins. Fängt wirklich an. When we are born again. Wenn wir wiedergeboren sind. When we are born again. Wenn wir wiedergeboren sind. We are now part of God's family. Sind wir jetzt ein Teil der Familie you Gottes. Are placed in position. Du bist in Position platziert. Into God's family. In Gottes Familie. God now owns you. Jetzt gehörst du Gott. You are now a child of God. Du bist ein anderes Kind Gottes. Then in there, und da drin, you go through child training. Bekommst du Training. You go to the wilderness. Du gehst in die Wüste. So you can pick up the character of your father. Damit du den Charakter deines Vaters aufnehmen just kannst. Like you've done on the earth. Here, your first birth. So wie du es in der ersten Geburt auf der Erde tatst. Your parents trained you. Deine Eltern haben dich erzogen. They didn't just give back to you. Sie haben dir nicht einfach zurückgegeben. They gave back to you. Also sie haben dir nicht einfach Geburt gegeben. And they trained you. Sondern sie haben euch auch getrainiert. To look like them. Um zu sein wie sie. To talk like them. So zu sprechen wie sie. To do things like them. Und Dinge so zu tun wie sie. Because why? Warum? Your character. Dein Charakter. Is what makes you a part of that family. Ist was dich zu einem Teil der Familie macht. You must manifest the character trait. Du musst diesen Charakter manifestieren. Of that family. Von dieser Familie. Because you carry their image. Denn du trägst das Bild der Familie. And their likeness. Und ihr Aussehen. And when they see you. Und wenn sie dich sehen. They say, this is Sigma. Dann sagen die, das ist Bruder Sigma. This is Kruger. Das ist Krüger. This is Ovid. Das ist Ovid. Because there's a character trait at work in your life. So, das ist ein Charakter, der in deinem Leben wirkt. That makes you belong to a family. Das dich zu einer Familie gehören lässt. So, when you are born again in God's family, so wenn du wiedergeboren bist in Gottes Familie, he will now take you to a place of training. Wird er dich jetzt zu einer Stätte der Prüfung bringen. Because you are now a son. Denn du bist jetzt ein Sohn. And as a son, und als ein Sohn, you're supposed to be like your father. Sollst du sein wie dein Vater. Talk like your father. Sollst sprechen wie dein Vater. Behave like your father. Dich verhalten wie dein Vater. So, when they see you, so wenn das siege, they won't ask questions. Dass wenn sie dich sehen, sie keine Fragen stellen. When they see you, wenn sie dich sehen, they know this is a son of God. Dann wissen sie, das ist ein Sohn Gottes. Not because you are saying it. Nicht weil du es sagst. Not because you preach a message. Nicht weil du eine Botschaft sagst. But you have a life. Sondern weil du ein Leben you hast. Have a character. Weil du einen Charakter hast. That shows. Welches zeigt. That God is your father. Dass Gott dein Vater the ist. The nature of God is at work in die you. Die Natur Gottes wirkt in dir. And Malachi 4 revealed to us. Und Malachi 4 hat uns geoffenbart. God's own divine nature. Gottes göttliche Natur. By way of the statue of a perfect man. Durch die Weise einer Statue eines vollkommenen so when Mannes. Born again, so wenn du wiedergeboren bist, power comes into you. Kommt Kraft in dich. That means in your bath. Das bedeutet in deiner Geburt. Is power. Ist schon Kraft. In your bath. In deiner Geburt. Is the potential. Es sind schon Potenziale. Is the ability. Es sind die Fähigkeiten. To become like God. Um zu werden wie Gott. But the virtues in you. Aber die Tugenden in dir. The character in your spirit. Der Charakter in deinem Geist. Can only be honest. Kann nur aufrichtig sein. By tests and trials. Oder kann nur geformt werden durch Tests und Prüfungen. Because character, den Charakter can only be formed, kann nur geformt werden, by the gains you make in victory. Welche durch die Siege du erreichst in einem so you must go through some measure of suffering. So du musst also durch eine Art von oder durch verschiedene as you take your sufferings, Leiden gehen. For the Lord's sake. Und wenn du für den Herrn diese Leiden auf dich nimmst, somebody hurts you. Und jemand tut dir weh. Somebody offended you. Jemand macht, dass du dich aufbrausend fühlst. Maybe in word or in deed. Und vielleicht sagt er etwas Böses oder tut was Böses. It hurts your flesh. Und das tut deinem Fleisch weh. It pains your flesh.
Es schmerzt deinem Fleisch. But the Holy Ghost on the inside, aber der Heilige Geist auf der Inside has all these virtues in there. Hat all die Tugenden da drin. Now, that situation, und diese Situation was allowed by God, wurde von Gott erlaubt, so he could harvest. So damit er ernten konnte. Forgiveness in your spirit. Dass er das ernten konnte, diese Vergebung in deinem Geist. To forgive, denn Gott kann dich nicht fragen zu vergeben. Except he knows there's forgiveness inside of you. Es sei denn, dass er weiß, dass Vergebung in dir auch drin ist. And that forgiveness is not even your forgiveness. Und diese Vergebung ist nicht mal deine Vergebung. But it is the forgiveness of Jesus Christ. Es ist die Vergebung von Jesus Christus. And that forgiveness und diese Vergebung is in the Holy Ghost. Ist im Heiligen Geist. But it has got to be honest. Aber es muss hineingepflanzt sein. God must bring you to situations and circumstances. Gott muss dich durch Situationen bringen, to pull out those virtues, um diese Tugenden herauszuziehen, from your spirit. Aus von deinem Geist. So it's from your new birth, von deiner neuen Geburt, that you grow up from, von der du aufgewachsen bist. It is not something else coming. Es ist nichts Neues, was noch kommt. But in your new birth, sondern in deiner neuen Geburt is faith and virtue and knowledge and temperance and patience, all the way is in there. Der ganze Weg ist alles drin. But God must bring you, aber Gott muss dich bringen to circumstances, zu Umständen, situations. Situationen. So that is why, das ist warum you must be led. Du musst geführt sein into the wilderness. In die Wüste. And all of us in here this morning, und alle, die hier drin sind heute Morgen, must have enough intelligence, wir müssen genug Intelligenz haben, to know our wilderness, unsere Wildnis zu erkennen. Because to everyone here this morning, denn heute Morgen zu jedem, you have your own wilderness. Du hast deine eigene Wüste. But in your wilderness, aber in deiner Wüste, you are led by the Holy Spirit. Wirst du geführt vom Heiligen Geist. You are led by the Holy Ghost. Du wirst geführt durch den Heiligen Geist. Why did he lead you there? Warum hat er dich dahin geführt? To bring you to a place of power. Um dich zu einer Stadt der Kraft zu bringen. Because you can't be a witness without power. Denn du kannst kein Zeuge sein ohne you Kraft. Shall receive power, und du sollst Kraft empfangen, to be a witness. Um ein Zeuge zu sein. But how do you get power? Wie bekommst du Kraft? Not by your birth, nicht durch deine Geburt, but your birth, aber deine Geburt was to condition you, war, um dich dazu your birth zu bereiten, was God making a way, das war ein Weg, den Gott gemacht hat, um seine Natur in dich zu bringen. So, once you receive the Holy Ghost, so wenn du den Heiligen Geist empfängst, God's divine nature is inside. Gottes Natur ist da drin. Well, that nature must be honest, und diese Natur muss because it is character. Denn es ist Charakter. And character can only come through suffering. Und Charakter kann nur durch Leid kommen. So, as you go through the wilderness, so wie du durch die Wüste gehst, you don't get upset. Wirst du nicht aufgewühlt oder what böse. What people do to you, was Menschen dir tun. You find a way to comfort yourself, du findest eine Weise, wie du dich selbst tröstest. It is all working out for your good. Aber all das wirkt zu deinem Guten. If they come against you, wenn sie gegen dich kommen, you don't get upset. Wirst du nicht böse. But the Bible say, die Bibel sagt, all things will work together for good. Alle Dinge werden zum Guten wirken. To them that love God, denen, die Gott lieben, and to them who are the called, und denen, die gerufen sind, to his purpose, zu seinem Willen. So once you understand, so wenn du einmal verstehst, that you love God, dass du Gott liebst, is in your heart, die Liebe ist in deinem Herzen, and that he has called you, und dass er dich gerufen hat, to his purpose, für seinen Zweck, everything that comes your way, alles, was gegen dich kommt, you take it for good. Nimmst du es zum Guten? So, thank you, Lord. Sagst danke, Herr. Because it is God, denn es ist Gott in you, in dir, walking his way out, welcher seinen Weg open, arbeitet, hallelujah, aus dich. It is God in you, es ist Gott in dir. The virtues in you, die Tugenden in dir, walking their way out, welche ihren Weg herausarbeiten. You take your trials, du nimmst deine Prüfungen. You take your temptation, du nimmst deine Versuchung. You look for reasons, und du schaust aus nach Gründen, to love your brother, um deinen Bruder zu lieben. Today the message, so in der Botschaft, we have almost come to the last litmus test, wir sind beinahe zum letzten Test gekommen. Kindness, brüderliche Liebe, that qualifies us, welches uns qualifiziert, for charity, für göttliche Liebe. And we have all missed it somehow in some ways, und wir haben es alle irgendwie verpatzt in irgendeiner Weise. Because we did not know, denn wir wussten nicht, that God allowed it, dass Gott es erlaubt hat. God permitted it. Gott hat es so erlaubt. Because he wants to honest those virtues in you. Denn er möchte diese Tugenden in dir hervorbringen. So he caused you some pain. So er hat dir Schmerzen verursacht. By what somebody did to you. Durch dem, was jemand dir getan hat. By what somebody said to you. Was jemand dir gesagt hat. It caused you pain. Hat dir Schmerz verursacht. But the Holy Ghost on the inside, aber der Heilige Geist innen drin, gives you a revelation, gibt dir eine Offenbarung. You don't see your brother's flesh. Du siehst nicht das Fleisch deines Bruders. What you see, was du siehst, is a purpose, ist ein Zweck. God allowed it, Gott hat es erlaubt, to bring those virtues out of your life, um diese Tugenden aus deinem Leben hervorzubringen. Then you vow in yourself, dann you vow, dann schwörst du dir selbst, I'll love my brother, ich werde meinen Bruder lieben, no matter what, egal was.
is my brother. Das ist mein Bruder. And when you do that, wenn du das tust, the Holy Ghost is now honesting. Dann erntet jetzt der Heilige Geist forgiveness. Die Vergebung in dir. Sometimes it is so hard. Und manchmal ist es so hart. Because sometimes people, manchmal Menschen, that you think will not betray you. Menschen, wo du denkst, sie werden dich nie betrügen. Maybe harder trials. Vielleicht härtere Prüfungen. People you think stood with you. Menschen, wo du dachtest, sie stehen mit dir. People you think loved you. Menschen, wo du dachtest, sie lieben dich. But God allowed them. Aber Gott hat ihnen erlaubt. To stab you at your back. Ein Messer in den Rücken zu stecken. And God let you know it. Und Gott lasst es dich wissen. And Brother Branham said. Und Bruder Branham sagte. He was explaining how the gifts of discernment. Und erklärte, wie diese Gabe der Unterscheidung. Branham said, don't desire that gift. Er sagte zu Bruder Branham, unterscheide diese Gabe nicht. Because you don't know how it feels like. Denn du weißt nicht, wie es sich anfühlt. When you are hugging a brother. Wenn du einen Bruder umarmst. And the Holy Spirit tells you. Und der Heilige Geist sagt dir. That this brother is hugging you. Dieser Bruder, der dich umarmt, has just stabbed you at your back. Hat dich gerade in den Rücken gestochen. Brother Branham said, und Bruder Branham sagte, you have to hug him, du musst ihn umarmen and love him, und ihn lieben and don't behave any differently. Und nicht anders sich verhalten als sonst. That was something easy. Das war nicht einfach. It will take the Holy Ghost. Es benötigt den Heiligen Geist. Because for our humanity, denn für unsere Menschlichkeit, even when somebody tells us, sogar wenn jemand uns sagt, of what somebody said about us. Was jemand über uns gesagt hat. We draw lines. Haben wir eine Linie gezogen. Yet alone. Und doch. When they hurt us directly. Und insbesondere wenn sie uns direkt wehtun. But the prophet said. Nun. You know that. Der Prophet sagt, er weiß das. And you have to embrace that brother. Und aber du musst deinen Bruder umarmen. And still love him. Und musst ihn trotzdem lieben. Like nothing happened. Als wenn nichts geschehen wäre. How can you do that? Wie kannst du das tun? Except you have the life of Jesus Christ. Es sei denn, du hast das Leben von Jesus Christus. Because only Jesus. Denn nur Jesus. Could hang on that cross. Konnte an diesem Kreuz hängen. They pierced him on the side. Und sie stachen in seine Seite. But he could still say. Aber er konnte immer noch sagen. Forgive them, Lord. Herr, vergib ihnen. And he meant what he said. Und er meinte, was er sagte. And Jesus Christ found a reason to forgive them. Und Gott, Jesus Christus, fand einen Grund, ihnen zu vergeben. He said, forgive them, Lord. Er sagte, vergib ihnen, Herr. Why? Warum? Because they did not know what they are doing. Weil sie nicht wissen, was sie tun. Jesus himself. Jesus selbst. Provided himself a reason. Hat sich selbst einen. To forgive them. Ein Grund geschaffen, um sie zu vergeben. But most times, aber meistens, we look for reasons, schauen wir nach Gründen aus, not to forgive, nicht zu vergeben. We look for reasons, wir schauen nach Gründen, to harbor grudges, um unsere Vorurteile zu halten. And we nurse those reasons, und wir, we nurse them, we nurse the reasons, oh, und wir geben diesen Gründen sogar Nährstoff. Why we can't forgive, und sagen, warum wir nicht vergeben können. And when we do that, und wenn wir das tun, we fail the test. Dann haben wir den Test verpasst. We are showing the devil, dann zeigen wir dem Teufel, that we are not sons of God. Dass wir keine Söhne Gottes sind. Because that life of unforgiveness, denn dieses Leben von Nichtvergeben, is only a witness, ist nur ein Zeuge, that we are not sons of God. Dass wir nicht Söhne Gottes sind. Jesus Christ said, Jesus Christus sagte, be like your Father in heaven. Seid wie euer Vater im Himmel. He sends down his rain, er sendet seinen Regen, and his own Son, auf seinen eigenen Sohn. Upon the just and the unjust. Und auch auf die, er sendet seine Sonne und den Regen auf die Gerechten und Ungerechten. That's a life. Das ist ein Leben. And we must have that life. Und wir müssen dieses Leben because haben. This is the age of personal life. Denn dies ist das Zeitalter vom so persönlichen if we are called Leben. By Brother Sigma, so, wenn wir the Holy Spirit, nun Bruder Sigma durch den to Heiligen be witnesses Geist, for this age, wenn wir gerufen sind, Zeugen zu sein, what witness are you? Was für ein Zeuge bist du? This age, dieses Zeitalter is the age of personal life. Ist das Zeitalter vom persönlichen the life Leben, of Jesus Christ. Das Leben von Jesus Christus. Somebody in here must manifest that life. Jemand hier drin muss das Leben manifestieren. The pyramid life. Das Pyramidenleben. So this convention, so diese Konferenz is a call to a dying out. Ist ein Ruf zum Aussterben. Die to self. Stirb dir selbst. Die to the flesh. Stirb dem Fleisch. Die to who you think you are. Stirb wer du denkst, wer du bist. Die to everything. Stirb dem allem. For the sake of the gospel. Für das Evangelium. Because the rapture is at hand. Denn die Entrückung ist nah. And we can't go in that rapture. Sonst können wir nicht in die Entrückung gehen. If we have one heart against somebody. Wenn wir ein Vorurteil gegen jemanden halten. One heart.
Bruder Brandt sagt, ein Verurteil gegen deinen Bruder legt dich in eine Gefahr für das höllische Feuer. So dieses Zeitalter ist ein Ruf an uns alle, dass wir manifestieren müssen unsere Anspruch für diesen Zeitalter. Das Anforderung für unser Zeitalter ist brüderliche Liebe. Must be a witness. Das muss ein Zeugnis sein. It must speak in your life. Es muss in deinem Leben sprechen. So, as you live here today, so wie wir hier sind heute, we are called to manifest the life of Jesus. Wir sind gerufen zu manifestieren das Leben Jesu. And we are called to the final age. Und wir sind gerufen zum letzten Zeitalter, the age of the rapture. Das Zeitalter der Entrückung. Halleluja! So, I'm trusting God. So ich vertraue Gott. At the end of this meeting, am Ende dieser Versammlungen, somebody, jemand, will receive the Holy Ghost, wird den Heiligen Geist empfangen, the Holy Spirit, und dieser Heilige Geist will drive you, wird dich bringen, to Calvary, nach Golgatha. Well, it is only on Calvary, und es ist nur auf Golgatha, when you there, wenn du da hängst, on that cross, an dem Kreuz, the life of Jesus, das Leben von Jesus, cannot display itself, kann sich jetzt nun platzieren, then all the skeptics, und zeigen, und all the unbelievers, nun die ganzen Skeptiker, as you hang on that cross, die Ungläubigen, as you die on that cross, wie du stirbst am Kreuz, your flesh dies, dein Fleisch stirbt, then the witness of God in you, dann die Schwachheit Gottes in dir, begin to come outside, fängt an nach außen then zu they kommen, see in you, wenn sie in dir sehen, faith and virtue, Glaube und Tugend, und Mäßigkeit, Erkenntnis, wirst du ein Zeuge von dem Leben von Jesus Christus. Und wenn du vom Kreuz herabkommst, du nimmst dieses Kreuz, du nimmst das Kreuz und du wandelst deinen Weg zur Auferstehung. Du wirst wandeln auf den Fußspuren, den blutigen Fußspuren der Auferstehung. Und wie wir wandeln zu der Auferstehung, deine Fußspuren will remain werden verbleiben in, the sands of time, in der Sand der Zeit. But the Son of God, aber der Sohn Gottes has passed through this age, ist durch diese Zeit gegangen. Halleluja! So, my prayer, so mein Gebet, my burden, meine Bürde for these meetings, für diese Versammlung is that God this season, ist, dass Gott in dieser Zeit will start the next ministry, den nächsten Dienst beginnen wird. Taking sons of God, nimmt es Söhne Gottes to the cross, zu dem Kreuz. Because Jesus said, denn Jesus sagte, if any man, wenn irgendjemand should come after me, mir folgen will, if any man, wenn irgendjemand should be like me, so sein will wie ich, any man, wenn irgendjemand should be my true witness, mein wahrer Zeuge sein will, must take up his cross, er muss sein Kreuz auf sich nehmen, deny himself, sich selbst verleugnen, and follow me, um mir folgen. So, this season, so in dieser Zeit we are called, sind wir gerufen, to become witnesses, um Zeugen zu werden. Witnesses. Zeugen. Witnesses. Zeugen. Of the life of Jesus Christ. Von dem Leben von Jesus Christus. So, the Holy Spirit, so der Heilige Geist. I'm trusting God. Ich vertraue Gott. I know right now he's here. Ich weiß, gerade jetzt ist er hier. I can feel him right now. Denn ich kann ihn jetzt fühlen. The Holy Ghost is here. Der Heilige Geist ist hier. What is he here for? Wofür ist er hier? For a bath. Für eine Geburt. And then drive you. Und er bringt dich to Calvary. Nach Golgatha. It is only on the cross. Denn es ist nur am Kreuz. When you take up that cross, wo du dieses Kreuz auf dich nimmst. The life of Christ, das Leben Jesu the Christi. Of Jesus, die Tugend von Jesus will flow out of you, wird dann aus dich fließen. And when they see you, und wenn sie dich sehen, they see Jesus Christ. Dann sehen sie Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. That's my prayer. Das ist mein Gebet. And for a short time, und für somebody will step out of that cross. Und ganz sicher, jemand wird von diesem Kreuz absteigen. With a token now display, und mit diesen Zeichen zeigen. Your life will speak of the life of Jesus. Dein Leben wird sprechen vom is Leben that your Jesu. Prayer for this season? Ist das das Gebet für diese is that Zeit? Your burden? Ist das deine Bürde? To be like Jesus? So zu sein wie Jesus. Are you ready this morning? Bist du bereit heute Morgen? To take up your cross? Um dein Kreuz auf dich in zu nehmen. The wilderness? In der Wildnis. That means God is already. Das bedeutet, Gott ist to bereit, the Holy Ghost, dir den Heiligen Geist zu geben. For a bath. Für eine Geburt. But not just that, und nicht nur das. But to drive you, aber dich zu bringen. To Calvary, nach Golgatha. Because it is only up there, denn es ist nur dort oben. That you can be a true witness, dass du ein echter Zeuge sein so kannst. Lass uns stehen auf unsere Füße. Softly. Spielt etwas. Preis sei Gott. Thank you, Lord. Lift up your hands, erhebt eure Hände. And worship him, und betet ihn an. So, therefore this morning, so heute Morgen. Get your focus right. Mach deinen Fokus richtig. Get your mind right. Mach deine Gesinnung richtig. If God give the Holy Ghost what for? Wenn der Heilige Geist den Geist für was gibt? Don't preach a message. Nicht um eine Botschaft zu predigen. What is the Holy Ghost? Wofür ist der Heilige Geist? What is the Holy Ghost given for? Wofür ist er gegeben? Why? Wofür? It was given. Er wurde gegeben. To drive you. Um dich zu bringen. To Calvary. Nach Golgatha. It was given.
Es wurde gegeben, to drive you, um dich zu bringen to the wilderness. In die Wildnis. It was given, wurde gegeben, to give you power, um dir Kraft zu geben, to hang on that cross. Um am Kreuz zu hängen. There's only men on the cross. Denn nur Männer am Kreuz. Only men who are dead to their flesh. Nur Männer, die tot ihrem Fleisch sind. Can give true witness, können wahres Zeugnis ablegen of Jesus Christ. Von dem Leben von Jesus Christus. Yeah, this morning, daher heute Morgen, ask him for grace, wir bitten um Gnade, ask him for power, bitte ihn um Kraft. Because this season, denn diese Zeit is the season, ist die Zeit for power, für Kraft. You can only be a true witness, du kannst nur ein wahrer Zeuge sein, the Holy Ghost, mit der Kraft des Heiligen Geistes, comes upon you, wenn sie auf dich kommt. Gott richly segne euch you. Reichlich. Thank you. Danke. Let it start living inside.
the Father that worketh. This is thanking. Hallelujah, hallelujah. And start to live inside this house of clay and mold it every day. Oh, let your word be born. Thy word, according to thy promises, I can stand secure and curve upon my heart the truth that set me free. Be unto me, O Lord, unto me. Just one more time. Let it be you, my brother. Let us become true witnesses of Jesus Christ. Amen. Brother Conteh, we appreciate you. Appreciate that message. Wow. I don't know what to say at this message, at the end of this message, after this message. Thank you, Lord Jesus. Our hearts, my heart is, Father, rejoicing, Father, on the promises of your word, Father.
it's not sent for our mind, Lord, Father, but it's for our heart, Lord, and you will finish it, what you started the word, Father. This is your promise, Lord. I believe it, Lord. You said it, Lord, and so shall it be, Father. Father, this word, what has been preached, it will be accomplished, Father. And we want to be careful to give you all the praise, Father. As we heard, it's not Pastor Conteh or any pastor, but Father, it's you, Father, that worketh, Lord, Father. And I pray that you would continue to work with the individuals, Father, in this meeting in such a special way, Father. That there be moments, Lord, Father, not just in church, Father, but at one moment we would recognize that we are true sons, Lord, that you have filled us, Lord, with your Holy Spirit, Lord. I remember Daddy, Lord, he was driving in the car and you suddenly believed what he's saying and the Holy Ghost came upon him, Lord. May it even be, Lord, in this time, Lord, we're together, Father. May the Holy Ghost work, Father. Maybe somebody walking to the hotel room or wherever, but Father, I just pray we would be ready, Lord, to receive what you have prepared for us. For you're ready, Lord Jesus. Help us, Father, and we thank you, Father, pray you'd bless a special blessing upon Brother Conteh to restore his strength, Father. Father, give us a wonderful fellowship now together. We thank you for this first service, Father. In Jesus' name we pray the blessing. Amen and amen. God bless you. Amen. You can take a seat. Amen. Maybe you can sing that song, play that song, Take Up Your Cross and Follow Jesus. Amen. There's a few announcements. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Please, directly after the service, that you would please make your way to the meal. And the meal is served in the basement and also outside. So, and with all the ministers and all the pastors, please, together with Brother Stephanus, if they could please go to the minister's room and that they would take the meal together. So you find that room just as you leave to the outside in the basement on the right side. That's for all the ministers, ministering brethren, all the pastors, and we wish you a wonderful time of fellowship together. God bless you. And now all the others, brothers and sisters, directly after the meeting, please go in the basement and please don't stand in the aisles or on the way, but just keep moving to the basement. Thank you. Also, just make sure that your meals are also paid. Sister Hannah, she will collect the payments, also in the basements. It's in front of the kitchen area. A little table is prepared, so we would appreciate you making the payments for the meals, ideally already today. Trust you're enjoying yourself. Amen. We have spiritual food. Now we'll have some good natural food. And also, all the parents, please take care for your children between the services. Make sure you care for your children, and also that they please do not go up to the balcony. It's for all the parents. And also, please take notice of the remarks about the parking, the brethren that are advising where to park the cars. May you have a blessed time. Until we meet at the testimony service, God richly bless you. As the deacons and ushers begin to dismiss, it's so good to see you all together. Feel at home, and may let brotherly love continue. God bless you. Take up your cross. Follow Jesus. Take up your cross every day.
Don't be ashamed to say that you know him. Count the cost, take up your cross, and follow him. Take up your cross and follow Jesus. I take up my cross every day. Won't be ashamed to say that I know him. Counting the cost, take up my cross and follow him. I'm taking the cross and following Jesus. Take up my cross every day. I won't be ashamed to say that I know him. I'm counting the cost and take up my cross.